Hallöchen an die YouTube-Zuschauer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir spielen heute wieder Animal Crossing New Horizons und heute ist etwas ganz Besonderes, das passieren wird. Und zwar werden wir heute den Steinkreis machen in Animal Crossing und ich zeige euch, wie das geht und ich hoffe, es klappt, weil ich habe es selbst auch noch nie gemacht. Ich habe einige Vorkehrungen getroffen, wie ihr schon sehen könnt, an dem ganzen Unkraut und ich werde euch gleich auch noch mehr dazu erläutern, weil ich habe jetzt zwei verschiedene Methoden gewählt, die ich mache, sorry, ich war kurz abgelenkt, die ich gemacht habe, um eben ja, die Steine an dem an der richtigen Stelle spawnen zu können. Ihr werdet schon sehen, was ich meine, weil ich verstrecke... Ich verzettel mich da jetzt. So, Harry Horizons, danke für dein Follow. Der Dodo werkt auch, das ist gut. Und meine Twitch-Zuschauer sagen euch auch Hallo. Also guckt mal bei Twitch live vorbei. Ihr findet den Link unten in der Infobox und gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert mich unten kostenlos. Ja, das wäre einfach cool. Dankeschön. Und jetzt legen wir los. Und zwar hier. Ihr seht, es ist hier eine Menge Unkraut. Und ich dachte mir, es geht leichter, als es dann am Ende war. Also ich dachte mir, ja, ich pflanze einfach so ein paar Unkraut, spule dann nach vorne und dann wächst alles schön zu mit Unkraut. Ja, nee. So läuft es nicht in Animal Crossing. So läuft es nicht. Weil sobald man 150 Stück Unkraut auf der Insel hat, wächst keins mehr nach. Wusstet ihr das? Ich nicht. Ja. Dann war ich dezent aufgeschmissen, weil ich hatte natürlich nicht so viel Unkraut, um die ganze Insel voll zu machen. Ich meine, guck mal, das ist viel. Das ist sehr, 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 sehr viel Unkraut. Was habe ich also gemacht? Also, ich habe mir mal gedacht, außen kann sowieso kein Stein spawnen. Also kann ich mal die äußersten Ränder hier alle frei lassen. Auch hier beim Rathaus, da kann sowieso kein spawnen. Oder da ist ein Leuchtkäfermodell, ja. Oder auch hier an den Rändern, da kann auch kein Stein spawnen. Also habe ich die einfach gelassen. Und so habe ich mir schon einiges an Unkraut gespart. Tja, das war aber trotzdem nicht genug. Was habe ich dann gemacht? Ich bin auch auf Meileninseln geflogen und habe mir da noch ein bisschen Unkraut geholt. Das hat aber lange nicht gereicht. So, und da seht ihr auch schon einen neuen Bewohner. Pietro ist weg, Leute. Neue Erkenntnis. Pietro ist weg. Er ist ausgezogen. Freiwillig. Toll war das. Und Claude ist dann automatisch zugezogen. Deswegen, ich habe ihn einfach einziehen lassen. Ist mir egal. So, und dann habe ich eben diese Bäume hier gepflanzt. Und zwar so, dass hier in der Mitte kein Stein spawnen sollte. Das sollte sich nicht ausgehen. Sollte. Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Hier sehen wir einen Stein, der war aber vorher schon da. Der sollte dann, wenn die ausgewachsen sind, hier nicht mehr spawnen können. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch vorspulen werden oder einfach mal probieren. Ich mache mal einen kaputt dann und dann spule ich vor und dann sehen wir es eh. Oh Gott, hast du mich geschreckt. Danke. Mal so Handteiler. Ah. Na, ob das so freiwillig war? Wer? Was war freiwillig? Ach, der Pietro? Doch, der ist freiwillig ausgezogen. Er hat, also, er wurde vielleicht ein bisschen rausgemobbt. Nee, ich habe nie was Böses gemacht. Ich habe ihn nie mit dem Kescher geschlagen. Nee, nee. Pietro ist wirklich freiwillig ausgezogen. Ich habe auch, wartet, ich habe auch einen Screenshot die gemacht. Guckt. Doch nun ist es an der Zeit für mich, die große internationale Pietro-Show zu planen. Also es war echt freiwillig, anscheinend. Ja. So, das hat bestimmt lange gedauert. Ja, die Bäume haben lange gedauert. Das ganze Unkraut hat lange gedauert, weil ihr müsst ja wirklich alles, ihr müsst jeden einzelnen Spot voll mit Unkraut machen. Beziehungsweise, da fehlt schon einer. Guckt, guckt. Da fehlt schon einer. Oh Mann, das hätte schon schief gehen können. So, und das war echt nicht so einfach, hier alles voll zu machen. Aber das Wegbekommen ist ja einfach, weil wir brauchen nur in Anführungszeichen, dann zu Gerd gehen und ihm 100.000 Sternis stecken und er sammelt dann alles auf. Also es sollte klappen. Ja, wir gucken mal. Ich glaube nicht, dass es beim ersten Mal direkt funktioniert. Ich glaube, wir müssen tatsächlich dann noch ein bisschen ein paar Felder, die ich jetzt vergessen habe, dann noch befüllen mit Unkraut. Aber wir gucken einfach mal. Ihr seht ja ungefähr,
wie viel Arbeit das tatsächlich war. Hier zum Beispiel, ich weiß nicht, ob hier einer spawnen kann an dem Eck, aber das werden wir alles sehen. Und wo soll das Ganze jetzt hinkommen, dieser Steinkreis? Den Platz haben wir letztes Mal ja schon dafür vorgesehen. Und zwar habe ich genau die Flächen dann freigelassen, hier in der Mitte. Ihr seht es eh immer mit den Ecken, da soll immer ein Stein spawnen. Das ist der Plan. Theorie. Ob das praktisch auch so möglich ist und klappt, werden wir gleich sehen. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Ich hole mir jetzt das Obst und dann machen wir mal einen Stein kaputt. Ich probiere es mal mit einem. Oder es ist jetzt die Animal Crossing Profis unter euch. Kann ich alle kaputt machen, dann 6 Tage nach vorne spulen und dann sind alle 6 wieder da? Oder ist dann erst einer da? Weiß das jemand? Wenn das jemand weiß, bitte jetzt in den Chat. Ich habe es mit Kindern mit Kleiderständern gemacht. So lang eher voll, das glaube ich. Mit Kleiderständern. Aber dann musstest du ja alle wieder wegräumen, oder? Weil irgendwie habe ich das auch probiert, aber mit dem Löschen hat es irgendwie nicht funktioniert. Alle 6 sind da. Bist du dir sicher, Michiru? Michiru? Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Wenn nicht, bitte sagen. Was ist meine Heimatfrucht? Birnen, oder? Kirschen. Ich nehme jetzt die Kirschen. Ja, genau. Uiuiui, Cersei hat zum Greenscreen geupdatet. Oh ja. Es ist noch nicht 100% cool mit der Beleuchtung, aber das wird noch. Also es ist noch ein bisschen Schatten und so, aber ich probiere das noch ein bisschen zu fixen. Ich habe eine mega gute Beleuchtung, also an dem soll es eigentlich nicht liegen. Ja. Sollen wir... Prost. Lilly macht Prost. Lilly. Prost. Mit Wasser natürlich, weil bei YouTube, ja, das ist Wasser, mit dem ich hier Prost mache, okay? Nie irgendwas anderes. Das ist verboten übrigens. Bei Twitch darf man keinen Alkohol trinken. So. Gut, dann probieren wir. Oh mein Gott, ich bin echt gespannt, ob alle... Also alle wahrscheinlich nicht. Irgendwas muss schief gehen. Es kann nicht alles funktionieren. Aber... Oh, ich bin aufgeregt. Ob es richtig klappt, werden wir gleich erfahren. Oh Gott, ich bin nervös. Du sprichst meinen Namen richtig aus. Ja! Das freut mich. Ich habe schon 7. Oh Gott, ich muss auch aufpassen mit dem Obstessen, wenn ich dann später eins gegessen habe und dann gegen den Stein schlage. Das sollte halt nicht passieren, weil dann ist der wieder weg. Oh, 8000 Sternis, dankeschön. Ha, toll. So, direkt auch hier wieder den Platz füllen, damit hier nicht unabsichtlich was spawnt. 1. Guck mal, Frederik habe ich auch auf der Insel. Feiere ich auch richtig, weil der ist einfach toll hier für Corrosion. Das passt richtig gut. So, hier mache ich ein bisschen mehr hin, damit hier auch nichts passieren kann. Und hier muss es nicht sein. Ah nee, da ist der Baum. Also da sollte auch nichts passieren, weil da der Baum ist. Hm. Es wird wahrscheinlich so in die Hose gehen. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Da kann ich ja auch einfach einen Baum hinmachen. Golderz kommt hier einfach raus. Auch sehr toll. Ich habe ja noch Bäume. So. Direkt auch Meilen bekommen. Das war die Nummer 3. Zählen ist schwierig. Ach, Liro, du musstest das nicht nochmal ein... Oh Gott. Liro, du musstest nicht nochmal auswählen. Du kannst dir die Punkte selbst wieder zurückgeben, aber... Ja, es tut mir leid, ich habe es überlesen. So, Liro darf mein Outfit bestimmen. Das müssen wir jetzt vorher noch kurz machen. Sonst vergesse ich das. Ich war zu nervös mit dem Stein. Die Steine machen mich nervös. Hallo, Boris. So, Liro, was möchte euch? Ich sehe schon den Hut, den du wählen wirst.
Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Ja, das wird dann später ganz interessant werden. Sally, was möchtest du? Wir haben hier eine Asia-Bluse, wir haben ein Knotenshirt, dann haben wir Raudi-Schuljacke, Stricktop, das Tropenhemdchen, wunderschön. Eine 7/8-Sofa-Hose, dann haben wir hier noch den Feierabend-Maxi-Rock, eine Fetzen-Jeans-Shorts, einfach die Namen auch. Eins ist Eiskunstlaufkleid, Ethno-Kleid, oh Gott, Karo-Hemdkleid, ich verlese mich hier. Dann haben wir eine Weiß-Wappen-Hakama, ein Shiro-Muku, bitte frontet mich nicht, wenn ich hier alles falsch ausspreche, Hibiskus-Haarspange, dann haben wir noch eine Froschmütze, wir haben eine Hochzeitshaube, eine Skelettkapuze, eine Blumensonnenbrille, eine Browline-Brille, eine Schweinenase, paar Kniepflaster, dann haben wir Rüschensäckchen und Schleifensandalen, die Simple Pumps, Trekkingschuhe und die Zehensandalen. Oh mein Gott, was wirst du mir antun, Liru? Das wird sicher sehr hübsch werden. Kugelfischi, danke für dein Follow. So, ich gehe es nochmal langsam durch, damit du ungefähr siehst, was wir noch haben. Knotenhemd in schwarz. Echt? Okay. Cool. Ach, mir fällt gerade ein, du kannst ja die Stellen, wo du kein Unkraut mehr pflanzen kannst, mit Schneiderpuppen ausfüllen. Voll, das kann ich sonst auch machen, ja. Knotenhemd? Ich dachte, du möchtest mir jetzt was Spezielles zusammenstellen. Machst du was Hübsches? Eine Hose musst du mir noch anziehen, Liro. Eine Hose wäre ganz gut oder ein Rock. Weil sonst muss ich in Unterhose rumlaufen. Ah, die weiße Fetzenhose. Fetzenjeans. Oh, das wird aber echt cool, Liro. Kannst du mal bei mir schlummern? Komme im Moment gerade irgendwie nicht klar mit meinen Ideen und so. Anni, wenn du möchtest, dass ich zu dir schlummer, aber das wird auch nicht gleich passieren, musst du mir deinen Schlummercode schicken, dann kommst du auf die Liste. Da stehen schon einige drauf und jeden Sonntag im Frühstücksstream schlummer ich auf ein paar Inseln. Oder lieber die dunkle. Die hier? Die schwarze oder die dunkelblaue? Die oder die? Kann dir mal alle zeigen. Bin neu hier. Achso, Anni. Hallo, Anni. Die hellblaue. Die hellblaue ist das jetzt. Okay, die hellblaue. So. Dann haben wir hier noch ein paar Mützchen und Sonnenbrillen. Die habe ich tatsächlich auch gerade an. Nee, die hier. Die Kunststoff-Sonnenbrille. Nee, nicht in den Chat hier, sondern eher als Flüsternachricht oder auf Instagram kannst du mir auch schreiben. Genau. Flüsternachricht kannst du mir einfach schreiben, indem du meinen Namen draufklickst und Flüsternachricht senden. Sollte dann irgendwo stehen. Nee, nicht in den Chat schreiben. Bitte nicht in den Chat schreiben. Weil der Chat, der rutscht nach 2 Minuten nach oben und dann finde ich deine Adresse nie wieder. Anja, hi! So, Liro. Wie sieht's aus? Noch was? Ein Schweinchennase? Hätte ich ein Angebot? Ich hätte aber auch ein paar Kniepflaster im Angebot. Anni, danke für dein Follow. Dann hätte ich hier noch Brillen, diverse Brillen, Blumensonnenbrillen. Ich hätte hier auch noch eine Skelettkapuze. Sieht auch ganz stylisch aus mit der Sonnenbrille. Eine Hochzeitshaube hätten wir auch noch. Oder eine Froschmütze. Kombi einfach. Ah, sieht herrlich aus. Schubidub. Hallöchen. Moin allerseits. Bin direkt mal im Lurk-Essen. Mahlzeit, Kiki. Lass es dir schmecken. So, wir könnten das Ganze auch in grün machen. Ach, ich gebe Liro hier Ideen, die vielleicht nicht so gut sind. So. Liro, bist du noch da? Bist du noch im Start? Ich habe jetzt halt nur noch 4 Tage Nintendo Online, aber es ist nicht... Also, wenn du eine Schlummeradresse
hast, also wo man nicht ich zu dir zu Besuch komme, sondern wirklich schlummern, also mit dem Bett und so, dann hast du eine Adresse und die bleibt für immer oben. Da brauchst du, auch wenn es online abläuft, die Adresse geht dann trotzdem noch. Wenn du das dann zum Schluss aktualisierst und so, die dritte Brille von den normalen, die hier. Und genau. Also die läuft dann nicht ab, weil ich habe ja auch schon Inseln gelöscht. Die existieren gar nicht mehr, aber da kommt man trotzdem noch rauf, wenn man die Schlummeradresse dann eingibt, die richtige. Das passt dann. Okay, und noch was, Lero? Also ich habe jetzt die Lilie oben. Ja, die Prinzessin Leia als Frisur, genau. Lene, die hattest du die letztes Mal, oder? Die Blume noch. Welche? Welche von den Vieren soll ich nehmen? Einmal weiß. Weiß, okay. Okay. Und die Schuhe müssen wir noch auswählen. So, wir haben hier nochmal die Söckchen haben wir hier. Die Schleifchensandalen. Simple Pumps und ein paar Trekkingschuhe. Oh, ich habe ein richtiges Hawaii-Outfit an. Ich möchte nach Hawaii reisen. Das ist richtig schön geworden, Liro. Ja, die hatte ich letztes Mal. Ja, ich war bei Trude. Sie hat mir die gemacht. Zufällig. Hab mich sehr gefreut, dass sie mir die gegeben hat. Ich fand die andere nicht ganz so gut, die ich hatte vorher. So, welche Schüchchen? Die goldschwarzen Sandalen. Die? Die sehen cool aus. Meinst du die? Ja, oder? Goldschwarze sind die einzigen, die goldschwarz sind. Ja, das ist Liros Outfit und ich finde es sehr hübsch geworden. Also ich habe es mir schon immer vorgestellt. Du bist sehr, sehr lieb zu mir. Das finde ich gut. Oi, jetzt habe ich noch die Tasche an. Soll ich die Tasche runternehmen oder soll ich die anlassen, Liro? Die Tasche. Wie du möchtest. Wenn du sagst, ich soll sie abmachen, dann mache ich sie ab. Ist auf jeden Fall sehr schön geworden. Danke, Liro. So. Dann geht's weiter. Tasche ist super. Passt, der Beutel. Der passt ja auch mega gut dazu. So, wir haben hier noch Bäumchen. Und ich glaube, ich hole mir noch ein bisschen Unkraut. Ein bisschen was habe ich noch. Oder? Naja, die Steine kann ich auch einfach hinlegen. Das passt dann auch. So, wir haben 3 Steine schon zerstört. 3 fehlen uns also noch. Ich habe keine Ahnung, wo meine Steine sind. Wo sind denn meine Steine? Wo sind sie, die Steinchen? Oje, oje. Ah, da war einer. So, da ist einer. Süß geworden, ja. Outfit sehr hübsch geworden. Ah, nee, ich glaube, ich habe es bekommen, ja. Passt. Das ist toll. So, ja, ich habe die Nachricht bekommen. Ich soll eine Reiswaffe essen, Marie, aber gerne doch. Da ist sie. So. Bam. So, hier brauche ich gar nichts machen. Das sollte funktionieren, so. Das war Nummer 4. Stein Nummer 5. Wo ist Stein Nummer 5? Ich habe keine Ahnung, wo meine Steine sind. Hä, wo sind meine Steine? Ach je. So, da oben ist ja keiner. Nee. Julia ist übrigens auch zugezogen, zufällig. Ich sag einfach immer bei denen, die ich eh nicht behalten möchte, sie sollen ausziehen, wenn sie sagen, sie möchten ausziehen. Und dann gucke ich einfach, wer zufällig einzieht. So, wo sind meine Steinchen? Hätte ich vorher mal gucken sollen. Oh Mann, oh Mann.
Lauf mal hier durch. Das sind noch nicht alle ausgewachsen. Ist auch komisch. Da habe ich sie näher zusammengesetzt. Das klappt irgendwie nicht, glaube ich. Aber egal. Oh, Euphemia ist heute da. Das erste Mal auf Corrosion. Cool. Hä, wo sind meine Steine? Nicht, dass du noch verhungerst. Danke, dass du dich um mich kümmerst, Marie. Übrigens, sehr schöne Bewohner hast da. Naja, es geht eigentlich. Also, es sind halt random eingezogen. Beziehungsweise bei den letzten Bewohnern, die ich einziehen lassen habe, da habe ich einfach auf Meileninseln die ersten genommen, die da gekommen sind. Weil ich habe halt geguckt, dass ich schnell im Spielverlauf weiterkomme. Ah, da ist noch ein Steini. Das ist Nummer 5. Bam! So, jetzt fehlt uns nur mehr der 6. Stein. Niemand weiß, wo er ist. So groß ist jetzt die Insel auch wieder nicht, dass ich den nicht finde. Ist er da unten? Ich glaube, er ist hier unten. Auch nicht. Naja, ich rede mal mit Euphi. Uhu. Darf ich mal fragen, ob du vielleicht auf dieser schönen Insel wohnst? Pjododo, korrekt. Ja, freut mich sehr. Mein Name ist Euphemia. Kennst du Eugen, den Leiter des Museums? Ich bin seine kleine Schwester. Ich hoffe, Puschel hat dich... Eugen, nicht Puschel. Ich hoffe, Eugen hat dich mit seiner Redseligkeit noch nicht in den Wahnsinn getrieben. Bisschen. Eigentlich bin ich ja hier, weil mir Eugen geraten hat, den Himmel zu beobachten. Aber es ist noch viel schöner, als ich es mir ausgemalt hatte. Jeder Stern ein Kunstwerk aus 1000 Edelsteinen. Oh, schön. Wartet mal, ich muss jetzt mal kurz mir gucken mit OBS. Ah, jetzt ist es normal. Okay, ist nur wegen dem einen Bildschirm, weil ich es auf dem alten Bildschirm habe. Hoffentlich klappt die Aufnahme auch, weil sonst werde ich wahnsinnig. So. Okay. Ach, was meinst du, ob wir heute vielleicht sogar eine Sternschuppe sehen werden? Ich glaube, es waren schon einige da. Die Steine verstecken sich. Ja, du wusstest du doch sicher, Pjododo, oder? Was eine Sternschuppe heißt, man darf sich was wünschen. Ja, klar wusste ich das. Dass die Sterne jetzt extra aus dem Weltall besuchen kommen, um uns Wünsche zu erfüllen. Ach, allein die Vorstellung bringt mein Herz schon zum Flattern. Naja, eigentlich, ja. Eigentlich sind es nur riesige Steine, die abstürzen. Da spricht die Wissenschaftlerin aus mir raus. Dann drück A, um dir was zu wünschen. Dann passiert bestimmt was Tolles. Wer weiß, vielleicht meint es das Glück ja gut mit dir. Ja, okay. Euphemia, es ist gut. Ach so, fast vergessen. Ich habe da in einem meiner Sternenlexika, man merkt, dass sie die kleine Schwester von Euge ist, eine Anleitung gefunden. Es gibt wohl einen magischen Stab, der einem durch so simples Herumwedeln ein neues Aussehen verleiht. Eigentlich wollte ich die Anleitung ja später selbst ausprobieren und basteln, aber ich finde, sie macht... Wir könnten sie ja kopieren, weißt du? Ich habe ja so ein schönes Nook-Phone. Ich könnte es einfach abfotografieren. Aber okay, wir machen das so, Euphemia. Ich muss morgen wieder zur Therapie. Ich muss morgen auch... Marie... Und hatte 150 Meilen Tickets geplant zu nutzen. Was? Meine ersten Meileninsel, Annette, einfach so krass. Und ich habe mir... Bei deiner ersten Insel hast du Annette bekommen. Und du wolltest sie. Oha. Falls du Julia rausekelst, ich nehme sie an. Ich ekle niemand raus. Nee, aber ich würde Julia tatsächlich behalten. Ich finde, auf einer Ruinen Jurassic Park Insel passt zum V ziemlich gut. Deswegen wollte ich sie eigentlich behalten. Liro, ich hoffe, du bist mir nicht böse. So, gib den Stab her und jetzt ciao. Ich habe Dinge zu tun, Euphemia. Ja, mich hat es auch Spaß gemacht. Alles gut. Ich brauche den ja eigentlich gar nicht, weil auf der Insel ich keine Sternstäbe brauche. Naja. So, wo ist denn bitte der letzte Stein? Der macht mich wahnsinnig. Das gibt's doch nicht. Der muss hier doch irgendwo sein. Einer fehlt mir. Steini, Steini, komm schon her. Wo bist du? Wo ist er denn? Ich laufe hier jetzt alles ab.
Ey, das gibt's doch nicht. Wo ist denn bitte der letzte Stein? Wieso kann man das eigentlich auch nicht nachgucken? Das wäre mal was. Vielleicht gehe ich ja mal hoch. Vielleicht ist er ja da irgendwo. Vielleicht ist er ja schon irgendwo da in der Nähe. Nee. Nee, da ist er nicht. Vielleicht sehe ich ihn hier. Auch nicht. Sternschnuppen fliegen hier auch. Hast du Frauke abzugeben? Ja schon, aber jetzt doch nicht. Wenn die irgendwann auszieht, sage ich euch Bescheid. Generell bei allen Bewohnern mache ich das so. Ich sage euch dann Bescheid, wenn jemand auszieht und dann... Der Erste, der sich meldet, der kriegt die Person dann auch. So. Wo ist denn dieser Stein? Das gibt's doch nicht. Ich habe keine Lust. Dein Therapeut ist mir unheimlich und unfreundlich. Marie, das musst du aber sagen. Dann ist es nicht der richtige Therapeut für dich. Das musst du sagen. Dann schleunigst jemand anders suchen, weil das ist ganz wichtig. Du hast kein Online. Nee, hab ich nicht. Leonid, das ist schon gut. Ich hab's nur jetzt noch nicht. Mal gucken, vielleicht hole ich mir eh online. Da oben ist er! Da hat er sich versteckt. Ja, Schlingen. Vielleicht hole ich's mir eh. Wenn dann recht viele interessiert sind und gerade bei solchen Inseln klappt das vielleicht ganz gut. Weil da öfter Leute ausziehen und dann habt ihr ja eure Wunschbewohner auch. Mal gucken, wie ich das mache. So, Pflanzen! Das wär's. Und ja, das waren 6 Steine. Und ich werde jetzt 6 Tage mal nach vorne spulen und dann gucken, wie viele an der richtigen Stelle stehen. Oh mein Gott. Wahrscheinlich einer oder so, wenn wir Glück haben. Wenn das mit den Bäumen nicht klappt, dann wahrscheinlich gar keiner. Jetzt wird es wieder Zeit, Dodo in der Twins. Aber sowas von. So. Was glaubt ihr, wie viele Steine an der richtigen Stelle stehen? So. Also, aus. Dann machen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tage. Und da machen wir einfach ein bisschen heller. Das ist mir zu dunkel. Wenn wir schon dabei sind. Stretch dich mal, mache ich gerne. Alle Mann stretchen. 2, 4, 4, 3. Oh, jetzt hat's geknackst. Nicht wundern, durch den Greenscreen verschwinden meine Hände. So, da ist die Palme, guckt wegen dem Greenscreen. Süß. Das war laut. Vielleicht war es auch der Stuhl. Mia, ja, die habe ich schon Hallo gesagt. Hey, Mia. Ich versuche mal positiv zu denken, also 5 Steine. Okay, hier sieht man noch gar nichts. Oh, ich bin so gespannt. Habe ich eh beendet? Ja, ja doch, sonst wäre es nicht so hell. 2 oder 3? Okay. Uiuiui. Niemand glaubt, dass alle 6 an der richtigen Stelle sind. Ich merke mir das, Leute. Ich merke mir das. So, hi Melinda. Dienstag. Silke hat Geburtstag, oha. So, der geben wir aber jetzt nicht, weil wir haben ja gespult. Das gilt nicht. Lalala, Lila. Kein Problem. Schön, dass du da bist. Für ein bisschen mehr Positivität, denke ich, ist ein 6. Danke, Joe. Ja. Kaukissen, gell? Irgendwas habe ich reingeschmissen. So. Okay, ich guck mal. Ja, da ist schon einer. Guckt.
Da ist schon einer. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Aber die Bäume sind alle groß geworden. Aha, da steht schon einer richtig. So, so. Einer ist da. Komm, krabbel da hoch, Sam. Einer ist richtig. Oh je, oh je, oh je, oh je, es ist einer. Oh Mann, ist das schlecht. Einfach ein Stein richtig. Oha. Oha. Oh Mann. Okay. So schlecht habe ich mich nicht eingeschätzt, aber gut. Es ist so. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, zwei hat gewonnen, aber es waren tatsächlich nur ein Stein. Na gut, weiter geht's, Leute. Wir müssen die Lücken füllen und dann alles nochmal machen. Einer ist richtig. Yay. Also für den kriege ich mal Applaus, oder? Kriege ich Applaus? Oder eher nicht? Nee, ihr lacht mich alle aus. Besser als keiner. Schneiderpuppen platzieren. Nee, 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 nee. Ich mache einfach die Lücken voll. Da ist der Applaus. Sehr gut. So. Ich muss mir tatsächlich noch Obst holen. Ich war zu zuversichtlich. Oje, oje. Oh, Vanni, 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 Vici. Vici. Dankeschön für deinen Sub. Dein Prime-Sub. Vielen, vielen Dank, dass ich das diesen Monat bekomme. Freut mich sehr. Und hey. Bei mir hat keiner geklappt. Oh nein. Oh nein, oh nein. So, Nummer 1 wird direkt kaputt gemacht wieder. Und eins habe ich noch. Aber sonst lasse ich einfach die Steine liegen. Das passt ja auch. Die bleiben ja auch liegen. So, eins. Jetzt sind es dann 5, die ich kaputt machen muss. Ich hole mir kurz das Obst noch nach. Da ist auch einer. Den mache ich auch gleich kaputt. So, ich nehme gleich ein bisschen mehr Obst mit. Gerne. Vielen Dank. Vanni, Vanni, Vici. Ich nenne dich Vanni, wenn es passt. Wie macht man das mit dem Applaus? Das ist ein Sound einfach. Diese Kakerlaken immer. Ja, ich nehme einfach Bieren mit und Orangen. Obwohl, ich könnte einen Donut auch nehmen. Dann esse ich den einfach. Ich spiele gerade NSS und habe voll gegen den Schrank gehauen. Was ist NSS? So, Nummer 2. Kaputt. Und da ist aber noch ein Fleck, der eigentlich befüllt sein sollte, oder? Ich lege da jetzt einmal eine Muschel hin. Ja. Weiß nicht, warum hier keine waren. Hier ja auch nicht. Ich meine, ich könnte jetzt auch die Schneiderpuppen platzieren, aber ich habe das nicht so drinnen. Wie geht denn das nochmal? So, oder? Hier platzieren. Okay. So, wo sind die anderen drei? Wo sind die anderen drei? Das große Steine suchen hier heute. Aber wir machen den heute fertig. Egal, was kommt. Okay, hier ist keiner. Sind alle da hinten. Oder? Hier ist auch keiner. Nee. Also die Bäume funktionieren, habe ich das Gefühl. Die funktionieren einfach. Das ist toll. So, da oben. Nee. Nintendo Switch Sports. Ah, aua. Und das gegen den Schrank gehauen. Oh nein. Was? Da war eine Lücke? Oh mein Gott, die können hier spawnen? Okay, das wusste ich nicht. Also das wusste ich nicht. Dass die hier spawnen dürfen. Das war einfach, weil ich es nicht gewusst habe. Okay. Oh Mann, da muss ich jetzt überall Schneiderpuppen platzieren. Wie ist denn das? Wie weit müssen die Schneiderpuppen denn entfernt stehen?
kann mir das kurz zum Profi reinschreiben. Reicht das, wenn die so sind? Reicht das? Oder muss dann dazwischen auch noch einer stehen? Jetzt bitte jetzt in den Chat schreiben, weil ich platziere erstmal auf der Frequenz ungefähr. Also hinten bei den Plateaus, also ich denke mal überall, wo man hier noch was hinstellen kann, wo man so drüber gehen kann, wo da noch ein Feld ist. Also hier ja auch. Zwei Platz dazwischen müsste reichen. Okay, also wie beim Baum dann auch. Praktisch. Also ich mache es jetzt jeden Platz, weil dann ist es sicherer. So einfach. Die 1000 nehmen wir auch mit. Muss dazwischen auch sein, sonst ist ja wieder Platz frei, wo der Stein... Echt? Aber ich kenne da ja andere Bilder. Da haben die nicht direkt nebeneinander platziert. Aber okay, dann mache ich das halt. So. Das ist jetzt Nummer 4. Nummer 3 hatte ich gerade. Ja, müsste Nummer 4 sein. Behaupte ich jetzt. Achso, du behauptest es, aber hast noch nie ausprobiert, oder wie? Okay. Bin auch wieder dabei. Julina, einmal reicht. Ich hätte da eh noch drauf geantwortet. Julina, Hallöchen. Herzliche Grüße an dich, Julina. Schön, dass du da bist. Ich habe Besuch im Zelt. Wer ist denn da? Du in der Twins. Wer ist denn da gekommen? Nee, nicht an. Okay. Das war so klar, dass mir das passiert. Hier platzieren. Sag unbedingt gleich, wer da ist. So, und das müsste jetzt reichen. Und der nächste steht wahrscheinlich dann da drüben, weil da ist auch so ein Plateau-Ding frei. So, ach, das hätte ich lassen können. Egal. Andrea, das Pferd. Die Andrea. So, ich lege hier einfach was hin, oder? Weil die Schneiderpuppen dauern auch ewig lang. Da habe ich das schneller gemacht. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ich da jetzt einfach sowas platziere. Eins rausnehmen und ablegen. Dann kann hier ja auch nichts spawnen. Ablegen. Dann hier so Steine. Rausnehmen. Ein paar rausnehmen und dann alle ablegen. Maximal Jason, Hallöchen. Schön, dich zu lesen. So, guckt. Einfach nur provisorisch, weil das ist eh schnell wieder eingesammelt. Wahrscheinlich müsste ich das jetzt gar nicht machen, dass ich hier jetzt so viele platziere, aber egal. Du müsst nicht in die Lücken legen. Okay. Okay, okay. So, hier könnte halt auch einer sein. Hier könnte halt auch dann einer spawnen, hier. Das ist mir jetzt zu viel Risiko. Was machst du gerade? Ich mache gerade einen Steinkreis. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Jason. Ich probiere halt die Steine in Animal Crossing in so einen Kreis anzuordnen. Und da muss halt alles vollgestellt werden, damit die nicht falsch spawnen, die bösen Steine. Genau, und deswegen haben wir gerade angefangen. Es war nur ein Stein, richtig. Guter Anfang. Wenn das so weitergeht, dann brauchen wir heute noch ganz viel Zeit. Könntet ihr 300 Unkraut geben? Nein, nein, alles gut, alles gut. Ich mach's jetzt so. Weil ich glaube, das dauert einfach länger, jetzt zu euch zu fliegen. Ich müsste ja mit Dodori fliegen, weil hier habe ich ja kein Online. Und dann wieder hierher das Zeug bringen. Und das dauert einfach, glaube ich, zu lange. So, und hier kann eh nichts mehr spawnen. Das ist gut. Und guck, ach, hier aber noch. Hier kann auch einer spawnen. Eieiei. Da bin ich jetzt so einfach schneller. So. Tipp, Unkraut wird alles freies Feld erkannt. Sich können nicht drauf kommen. Die brauchen 3x3 Platz. Was?
Was meinst du damit jetzt, Dodo Endertoins? Das musstest du nochmal erklären. So, sollte passen. Jetzt noch den letzten Stein. Wo ist der gespawnt? Mona Lisa, kannst du mir gerne schicken, aber ich weiß gar nicht, ob es noch nötig ist. Weil ich glaube, so müsste es jetzt klappen. Ich muss nur den letzten Stein noch finden. Wo ist der gespawnt? Spawny, spawny. Oh, da liegt ja wer. Wo ist denn der letzte Stein? Ah, da ist er. Okay, das habe ich auch vergessen. Upsi. So. Und einmal essen, bitte. Ich habe aber gerade kein Handy da, Mona Lisa. Also du müsstest es mir hier schreiben. Das Handy hat Dr. Dodo mitgenommen. So, einmal hier eins rausnehmen und ablegen. Und hier auch. Das war aber auch blöd von mir, weil da war es klar, dass da einer spawnen kann. Das habe ich übersehen. Ablegen. Ich muss jetzt leider los, meinen Papa vom Bahnhof abholen. Dann viel Spaß, Lene. Bis bald. Oder hab einfach einen schönen Abend mit deinem Papa. Wenn du einen Endplatz frei brauchst, rundherum Unkraut ist, dann spawnen die dort. Wenn etwas anderes dazwischen ist, zum Beispiel Items, Häuser. Was? Wenn du einen N-Platz hast und rundherum Unkraut ist, dann spawnen sie dort, wenn etwas anderes dazwischen ist. Wenn sie mit Itemhäuser Steinplatzus können sie nicht spawnen. Sie kommen, brauchen... Nee, die können spawnen. Die können da spawnen, du Endertoins. Sonst wäre ja der da oben nicht gespawnt. Guck mal. Der ist ja einfach so hier gespawnt. Und das war ja auch mein Plan. Die haben eh 3x3 Platz frei. Da ist er gespawnt, also muss es funktionieren. Bei einmal hat es auch funktioniert. So. Speichern. Peter, du lauf, wir machen einen Steinkreis, deswegen das ganze Unkraut. Das macht aber Gerd dann gleich wieder weg. Ach so, du meinst eh. Ja, deswegen ja das ganze Unkraut, Dodo Endertoins. Und deswegen habe ich das ja an den Rändern eh nicht gemacht. Aber nur weil Items auf Steinplateaus landen können. Na eh. Aber das müsste jetzt eigentlich so passen, oder nicht, Dodo Endertoins, nach der Methode? Ich finde schon. So, wir machen jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Tage nach vorne. Bei einer ist ja schon richtig. Mal gucken, wie viele jetzt da sind. War vorher Terrifying Mini-Multifan. Oh, und jetzt Pietro, du Love. Das ist süß. Ich glaube schon, dass es jetzt passt. Naja, es könnten noch immer Löcher sein. Das auf jeden Fall. Aber wir werden es sehen. Palim, palim, hallöchen, Annalein. Mia meint 4 passen jetzt. Laura sagt 2, Lilly sagt 3. Oh, ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass mindestens 2 sind. Marie? Ich habe gerade so ein komisches Gefühl, so als ob das alles irgendwie nicht real ist. Das fühlt sich mega komisch an. Das ist gruselig. Das kenne ich, Marie. Das kenne ich. Ganz viel Wasser trinken. Guck mal, vielleicht hast du heute zu wenig Wasser getrunken. Es ist ja auch echt heiß draußen. Also trink mal ein bisschen Wasser. Und setz dich ein paar Minütchen vielleicht irgendwo hin.
Das neue Video ist lang, ja. Das Luigi's Mansion Video meinst du? Oder meinst du ein anderes neues Video? Die sind ja eigentlich alle neu, weil jetzt ziemlich viel Zeug von mir immer auf YouTube kommt. Hallo, liebe Bewohner, es ist Sonntag, der 26. Okay, mhm. KK, passt. Ja, gut. Mhm. Weiter. Mia meint 4. Lily 3. Harry Horizons 4. Hallo, Harry Horizons. Du dann 3. Such die Fabian, klappt alle. Okay, hier steht jetzt keiner mehr. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Okay, der eine ist noch da, zum Glück. Nein, da fehlt einer. Einer fehlt schon mal. Da ist noch einer. Da ist auch einer. Oh ja. Ja, oh mein Gott, es fehlt nur mehr einer. Es fehlt nur mehr einer. Wie cool ist das denn? Oh mein Gott. Wo ist dies? Oh, da unten steht er. Da unten ist er. Oh mein Gott. Recht weit hättest du es nicht gehabt bis hier rüber. Ey, der eine Stein da unten einfach. Ach, danke für den Applaus. Vielen Dank, Leute. Ah. 4 ist richtig gut. Ich finde auch. Ottogar, geh mal weg. Ich muss hier runter. Geh mal weg. Ey. Ach, es geht. Jetzt hast du mal einen Popo im Gesicht, aber gut. Mit dem musst du jetzt leben. So. Ja, dann direkt den einen auch noch machen und dann können wir direkt zu Gerd fliegen. Und warum ich das mit den Bäumen übrigens auch gemacht habe, war aus Gründen, weil ich ja das ganze Holz brauche. Das heißt, wenn ich die dann alle mit der Axt hier entferne, dann habe ich ja voll viel Holz und das brauche ich ja sowieso. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich hier einfach alles voll mit Bäumen. Und das kommt mir ja dann nur zugute. Das sollte eigentlich reichen, aber ich platziere einfach noch ein paar Sachen. Hier noch ein Golderz dazulegen und Lehm und eine Muschel und noch ein Lehm. Sollte passen. Ja, gut. Dann wieder speichern. Einmal vorspulen. Und kann sein, dass es noch immer nicht geklappt hat, wenn noch eine Stelle übrig geblieben ist. Aber wir waren schon nah dran. Der Stein war nah dran. Haben den einen falsch gesetzt. Ja, der eine. Heute kann man deinen Hintergrund nicht sehen. Ja, das liegt am Greenscreen. Das liegt am neuen Greenscreen. Was ist Corrosion? Corrosion ist meine neue Insel, die hier. Die heißt so. Das ist der Name von der Insel. Korrosion, Leute. Müsste man in Chemie lernen, was das ist. Irgendwann. Kommt drauf an, ob ihr schon Chemie in der Schule hattet oder nicht. Aber Leonie kannte auch nicht, was es ist. Und Leonie hatte schon Chemie, glaube ich. Chemie, Chemie, je nachdem, wie sie es ausspricht. Hi, ich bin mal wieder da. Hallo, Ben. Hallo zusammen. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Hummel ist auch Start, Hallöchen. Ich finde es ärgerlich, dass mir wieder schlecht ist. Gerade heute, ich lage nochmal. Oh, Leonie, bitte. Einfach ausruhen. Einfach ausruhen. Servus. Und? Gut. Gut? Sehr gut. Oh, danke. Oh, danke. OBS hat irgendwie einen Fehler. Siehst du das? Das ist die Ansicht. Das ist der Bildschirm. Du musst oben auf Ansicht gehen. Ha? Oben auf Ansicht. Ansicht. Das ist ein Zoom. Nee. Schau mal, es ist nämlich... Ah! Da ist es nämlich normal. Es ist der Bildschirm. Das ist so komisch. Es verzerrt es einfach komplett. Da? Ups. Hier. So.
Also, wieso ist es jetzt dunkel? Oh mein Gott, volles Gewitter. 1-1. Ja, glaubt ihr jetzt, dass noch mehr einer steht oder dass der eine auch funktioniert hat? Joe, Prost. Diesmal ist es kein Wasser, weil Dr. Dodo hat mir gerade Sprite gebracht. Lecker. Darf man sich mal abends gönnen. So. Julia, herzlich willkommen im Dodo-Club. Danke für dein Follow. So, hallo liebe Bewohner. Hoffen wir, dass der eine geklappt hat. Der Carsten ist da, den gehen wir gleich auf ein paar Käfer. Philippa zieht aus. Hab heute meine Insel gelöscht. Oh, nein, Ben, was machst du denn? Alle Videos von deinem Guide geguckt, der hat geholfen. Ja, also das freut mich sehr, dass das dann geholfen hat. Das war ja so auch der Sinn dahinter, wenn man da nochmal neu anfängt. So. Steini, Steini. Oh ja, er ist da. Er ist da. Oh mein Gott. Ey, voll schnell. Er ist da und zwei Schnecken auch. Oh mein Gott, voll cool. Oha, wie cool. Ich freue mich total. Das heißt, ja, wir machen jetzt mit dem Terraforming dann weiter. Ja. Und dann geht's mit dem Gestalten los. Ey, wie cool ist das denn bitte? Ich habe Sonnenbrand bekommen im Freibad und es tut höllisch weh. Oh, ihr müsst immer gucken, euch einzucremen. Leute, das ist so, 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 so wichtig. Ich weiß, es ist lästig, weil es klebt und es ist weiß, aber es ist so wichtig für eure Gesundheit einfach, dass ihr euch immer mit so einer 50er-Creme mindestens eincremt. Also wirklich, mit einer 50er-Creme mindestens. Das ist mein Ernst. Das ist mein Ernst. Das ist wirklich das Minimum, was ihr machen könnt. Macht das. Ganz wichtig. Ich creme mich jeden Tag im Gesicht ein mit 50er-Creme. Jeden Tag. Egal, ob es draußen stürmt oder Sonne scheint. Weil das einfach wichtig ist. Ich habe mich dreimal eingecremt. Oh nein. Dann tut es mir umso mehr leid, Sass Crossing. Oh, dann vielleicht kühlen. Kühlen hilft auf jeden Fall. 50er-Creme? Naja, 50er Sonnenschutz. 50er Sonnenschutz, da steht ja immer auf den Sonnencreme drauf, wie viel Sonnenschutz, also wie viel Schutz das ist. Da gibt es 20er, 15er, 30er, aber Minimum sollte eigentlich die 50er sein. Komme um 2015 wieder. Bye, bye. Ich stehe in Chemie und Physik auf 1. Maximal Jason, gratuliere dir. Das ist eine tolle Leistung. Höher gibt es doch, doch, es gibt sogar 100. Beziehungsweise, ja, ja, höher gibt's auf jeden Fall. Höher gibt's. Ich habe 50er und vegan. Toll. Quark lindert den Schmerz, das stimmt. Ja, voll. Und weil es auch kühlt und so. Oder wenn du irgendwie eine Hautcreme hast, so eine Bodylotion mäßig, kannst du auch die Bodylotion mal für eine Stunde oder zwei Stunden in den Kühlschrank geben, damit die so abkühlt. Oder du kannst die auch mal 15 Minuten in die Gefriertruhe geben. Halt nicht zu lange, weil dann ist sie gefroren. Aber so ein bisschen, damit die dann ganz kalt ist und die dann raufcremen, das tut dann auch voll gut. Zwar nur kurz, aber das tut dann auch, also das lindert den Schmerz so ein bisschen. So, Leute, wir haben hier das übelste Wetter und wir reden über Sonnencreme. Aber wir können jetzt zu Gerd gehen und ihm sagen, er soll das Unkraut entfernen. Und dann müssen wir aufpassen, damit wir nicht unabsichtlich Obst essen und dann alles wieder wegklatschen. Das wäre halt doof. Kaltes Aloe Vera, am besten direkt von der Pflanze. Das hilft auch, ja. Und man tötet die Aloe Vera Pflanze. Aber alles gut. Das ist okay. Es ist so nervig, wenn ich etwas löschen möchte und dann auf der Absenden-Taste drücke, also im Chat. Oh nein, wir haben leider kein Amazon Prime. Um was ging es da jetzt? Okay. Da habe ich was verpasst. Ich möchte fliegen. Auf die Insel darf sowieso niemand kommen. Da habe ich kein Online, da kann niemand kommen auf die Insel, an Katrin. Auf Dodo Reef, irgendwann machen wir das wieder. Aber es ist halt, wir haben so viel zu tun. Ich möchte eure Inseln beschlummern und so. Und alles sehr stressig.
Muss ich gucken. Und wir wollen ja auch andere Spiele spielen. Wir können nicht immer Animal Crossing spielen. Wir spielen es eh zweimal in der Woche. So, trinken. Trinken ist wichtig. So, jetzt wisst ihr alle, wie man einen Steinkreis macht. Aber ich kann es euch sagen, es ist sehr, sehr viel Arbeit. Vor allem das Vorbereiten war so viel Arbeit mit den Bäumen, mit dem Unkraut. Man muss mal so viel Unkraut haben. Also echt. So, ich war zu geehrt. Spielst du denn auch Ark? Ich bin großer Ark-Fan, ja, ja. Aber ich habe es erst geschafft, einen großen Dino zu züchten. Zu züchten, meine ich. Nee, nicht zu züchten. Zu zähmen. So, Unkrautservice, bitte. Kennst du das auch? Du lässt Mutter Natur für ein paar Tage freien Lauf. Naja, es war eher ich selber. Schon ist die Insel voller Unkraut. Natürlich kann man sich durch den Verkauf ein paar Sternis verdienen, doch die Jäterei ist nichts für jeden. Ja, da hast du recht. Du stimmst mir also zu. Daher freut es mich umso mehr, dir meinen neuen Unkraut-Jäter-Service zu präsentieren. Deine Insel wird durch unschönes Unkraut verschandelt. Kein Problem, ich komme vorbei und jäte für dich. Doch handelt es sich dabei um eine harte Arbeit und die will entsprechend vergütet werden. Aber wer feilscht schon um den Preis, wenn dafür die eigene Insel im Nu wieder gepflegt aussieht? Zudem landet jedes gerupfte Unkraut in der Krimskramskiste und du kannst damit anstellen, was du willst. Buchst du mich für diesen Service, garantiere ich dir eine unkrautfreie Insel bereits am Folgetag. Und wie findest du mein Angebot? Für 100.000 Sterne befreie ich deine Insel von sämtlichen Unkraut. Es klingt, es ist echt teuer, aber für das ganze Unkraut, das ich jetzt da habe, lohnt sich das allemal. Also, klingt gut, fang an. Ich lieb dich doch, oh süßer Name, Hallöchen. Können wir mal im Stream wieder Marika spielen? Können wir auch gerne mal machen. Ich will was kaufen. Nee, nee, das passt schon. Aber ich mag es mir trotzdem ansehen. Was hast du denn Schönes? Nee, nicht die, die ich möchte. Leider. So, die sind jetzt auch da. Ich verspringe mal kurz den Dialog, weil ihr kennt den eh alles selber auch. Tja, Sassy, dann müssen wir mehr streamen, dann können wir das mehr schaffen. Das stimmt, das würde ich auch gerne machen. Ey Leute, wenn das mein Hauptberuf wäre, kein Problem, aber das ist es nicht. Das muss man immer im Hintergedanken haben. Glaubt mir, ich würde es am liebsten machen, aber das ist halt einfach nicht drin. Ich mache jetzt mein Studium nebenher mal fertig und dann sehen wir mal weiter, was die Zukunft so bringt. Ich weiß nicht, in welche Firma ich danach arbeite. Vielleicht habe ich dann mehr Zeit. Vielleicht habe ich dann auch weniger Zeit, was schade wäre, weil ich mache hier das wirklich, wirklich gerne. Aber wir werden das schon sehen. Wir werden das ja erfahren, wenn es soweit ist. Aber jetzt habe ich ein Jahr noch Studium vor mir und dann sehen wir weiter. Nächstes Jahr um die Zeit kann ich dann schon mehr sagen. Genau. Und Leute, so ein Jahr vergeht ja auch irre schnell. So, also wir müssen einmal vorspulen. Ich habe jetzt die ganze Zeit das Schmetterlings-T-Shirt an. Ich muss das ausziehen, weil Lero hat ja die extra eingelöst für das T-Shirt. 24 Stunden und 12 Stunden Stream ist schwierig, aber das habe ich dir auch schon mal erklärt, glaube ich. Genau, das geht nicht mit meinen Mitbewohnern. Ich möchte die nicht so lange stören. Das wäre ja dann mal, also 24 Stunden Stream, dann müsste ich ja die ganze Nacht durchstreamen. Und leider sind die Wände sehr, sehr hellhörig und das klappt nicht. Das will gut vorgeplant sein, wenn jemand zu Hause ist oder so. Und das ist sehr, sehr schwierig, leider. 12 Stunden Stream kann ich mir eher schon vorstellen. Das kann ich besser planen. Aber 24 Stunden Stream ist jetzt derzeit nicht drinnen, leider. Aber wir werden mal einen längeren Stream machen, in dem ich auch kochen werde. Jetzt mit der neuen Kamera habe ich ganz viele Möglichkeiten. Also das klappt dann eher schon. Mit dem Kochen. Weil ihr wisst ja, ich koche ja sehr gerne. So, 28. Da habe ich eine ganz schwierige Prüfung am 28. Uiuiui. Wohnst du in einer WG? Nee.
Ich wohne in einem Häuschen. Das ist gut gesagt, es ist eigentlich ein großes Haus. Die Musik auf Harveys Insel ist auch richtig entspannt, finde ich. Ganz cool. Das ist jetzt doof, dass ich OBS nicht so gut sehen kann. Vielleicht. Nee, das ist auch doof. Nee, das ist noch doofer. Das heißt, es ist auch wieder schön, das Wetter. Das ist gut zum Terraformen. Das klappt so. Dann machen wir das so. Dann ist der Chat ein bisschen kleiner, aber das macht ja auch nichts. Okay. Meinte nur, weil du meintest Mitbewohner als Wohngemeinde. Ja, ja, ich nenne das Mitbewohner. Ich nenne die Leute, die hier wohnen, Mitbewohner. Hört sich so an wie eine WG, ja. Aber es ist die Family. Musste kurz weg. Mein Telefon hat geklingelt. Aber bis wieder da, schön. So. Neulich habe ich jemand um einen Rat gefragt. Ah, es liegt schon wieder wer am Strand. Der arme Gulliver. Wie oft der angespült wird. So. Unkraut ist weg. Ach, herrlich. Oh, das nimmt er nicht weg. Okay. Ich dachte es mir schon. Das Leuchtmus-Ding, das hat einen Haken. Das nimmt er nicht. Hab ich mir schon irgendwie gedacht, aber gut. Fauler Gerd. So ein Fauli. So ein Fauli, der Gerd. Dass der die Leuchtmusdinger nicht aufhebt. Das hätte er ja mitmachen können. Das wäre ja gar kein Problem, oder? Ist ja eigentlich auch Unkraut. Naja. Da habe ich zum Glück nicht so viele platziert. Aber die Insel sieht wieder cool aus. Und ich möchte heute eben auch terraformen und vielleicht auch die ersten Aufgänge und Brücken platzieren. Weil da muss ich einige noch abbezahlen. Da muss ich mir dann auch wieder Sternis von Dodo Reef rüber schiffen. Da geht mir ein bisschen was ab. Die ganzen Sternis habe ich ja nicht hier. Also schon, ich habe, glaube noch so 100.000 habe ich auf dem Konto. Aber da muss ich mir wieder Nachschub holen. Ich liebe deine Streams und Videos. Ich war heute schlecht gelaunt und jetzt... Und jetzt sehe ich dich wahrscheinlich. Also geht es mir mega gut. Wie du läufst, das freut mich sehr. Das ist sehr lieb. Und Esther, Hallöchen. So, die Vögel zwitschern hier auch. Aber das sind eigentlich alles Infos, die ich noch gar nicht wissen dürfte. Hm. So, da ist auch noch Zeugs und die Schneiderpuppen. Die muss ich auch aufheben. So, die ganzen Bäume kann ich fällen. Uiuiui, das dauert auch lang, die alle zu fällen. Oh Mann, das sind so viele. So, da ist auch alles schön und hübsch. Das ist toll. Das ist ganz, ganz toll. So, da muss ich lange fällen. Habe ich eine Axt? Eine, ja. Aber ich werde mir jetzt noch ein paar holen. Beziehungsweise, ich mache mal kurz meine Taschen hier leer. Liegt auch schon so viel Zeug rum. Oh Mann! Ich habe keinen Platz mehr im Lager, wie ihr seht. Deswegen liegt da was vom Haus. Ein bisschen was habe ich, aber nicht mehr viel. Es sind noch wie viele Plätze frei? 8 Plätze. Wow. 8 Plätze sind frei. Na gut. Es war falsch geschrieben. Aber wie du es gesagt hast, war richtig. Ich dachte mir schon. So, Nostalgie-Schädelradio. Der ist nicht so hübsch, glaube ich. So. Das brauche ich auch nicht. Das brauche ich auch nicht. Das brauche ich auch nicht. Aber jetzt habe ich keinen Platz mehr, oder? Oh, doch.
Oh? Hab ich für das noch Platz? Ja, cool. So, das packe ich hier hoch. Ah, das kann ich lernen, den Stab. Obwohl, ich lege den mal ab, weil ich brauche den ja hier auf der Insel gar nicht. So. Aber das Shirt habe ich jetzt eingepackt. Das wollte ich nicht. Wo ist das Knotenshirt? Da ist es. Das muss ich wieder anziehen. So, tragen. Passt. Wieder im richtigen Outfit. Hast du das Summer Game Fest mitverfolgt? Nein, habe ich nicht. Nee, was ist mit den Moderatoren? Hast du mal im Stream gesagt, dass du die Moderatoren... Ich habe nie gesagt, dass ich die Moderatoren wechsle. Ganz gefährlich. Bitte nichts Falsches erzählen. Ah, da müsst ihr vorsichtig sein, weil das kann jemand schnell in den falschen Hals bekommen. Das habe ich nie gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ich neue dazu zusätzlich einstellen möchte. Uiuiui. Aufpassen. Du bist fast die Einzige, die meinen Namen immer richtig ausspricht. Viele sagen immer... Ah, Esther, oder? Obwohl... Aha, also... Obwohl, ich sage ja Esther, aber... Ich sag's deswegen so, weil Namen für mich Esther sind. Und das Esther ist bei mir im Chemiestudium ein... ja, halt eine Chemikalie. Und deswegen würde ich nicht Esther sagen. Ich sage immer Esther. Als ein I. Easter? Echt? Wer sagt denn Easter? Vielleicht ist das Englisch? Esse gerade ja Mahlzeit, Leonie. Sassi, hast du vielleicht noch irgendwelche Wünsche, was du so auf deiner Insel haben möchtest? Uff, ich weiß es gar nicht, aber falls ihr Inspiration habt, dürft ihr mir die immer gerne schicken. Also ihr könnt mir gerne Fotos von Ruinensachen schicken. Machen ja einige von euch auch, da freue ich mich immer sehr. Leonie hat mir auch letztens was geschickt, da haben ja auch andere auf Instagram mir das Bild sehr oft geschickt von einer Sache, die ich hundertprozentig machen werde. Also die sieht richtig cool aus, mit dem Pavillon war das. Das haben mir einige von euch geschickt. Das werde ich auf jeden Fall nützen und ja, freut mich immer sehr, wenn ihr da an mich denkt. Meine Lehrer sagen das zu mir. Echt? Aufklärungsbedarf. Hin zu den Lehrern und ihnen sagen. Nicht so. War kurz weg. Wieder da. Kiskehim. Hi, Niki. Hi, hi. So. Jetzt zerstören wir hier alle Äxte und dann fangen wir an zu terraformen. Bam, bam, bam. Ach ja, jetzt werde ich wieder einige Mal von Bienen gestochen, also nicht wundern. Wie weit seid ihr? Hast du alle Steine finden können und schon neue spawnen lassen? Kiske Heaven, der Steinkreis ist fertig. Guck mal. Steinkreisi ist fertig. Oh ja. Oh, guck, alle Steinis da, wo sie sein sollen. Cool. Kiesgeheim schreibt auch cool. Das ist mega cool. Das ist einfach so eine Ordnung, dass die alle ihren Platz haben irgendwie. Und ich werde den Steinkreis auch so gestalten, dass ich schnell, also dass sie auch Sinn ergeben und dass es schön aussieht mit den Ruinen-Items. Also es soll so eine Art Ritualsplatz sein, so ein bisschen. Keine Ahnung, irgendwie so in die Richtung. Ich bin doch gerade irgendwie komplett neben der Spur. Junge, was ist halt los mit mir? Marie, geh's einfach ruhig an. Es ist ja abends. Heute ist der Tag eh schon fast vorbei. Einfach lieb zu dir sein, okay? Mach dir irgendwas Tolles zu trinken. Vielleicht einen Tee oder irgendwas Gekühltes, keine Ahnung. Und hau dich auf die Couch oder ins Bett und geh's ganz ruhig an. Oh je. Ja, das könnte ich euch auch zeigen. Ich lasse mich mal hier stechen. Ich wollte euch was zeigen. Und zwar war ich heute... War das heute?
Wo ist denn das Video? Ich glaube, das... Nee, das war das hier. Guckt euch mal an, was ich da gemacht habe. Das musste ich auch aufheben. Guckt euch das an. Hier kommen einfach die Bienen und ich wollte nicht, also die Wespen, ich wollte nicht, dass sie mich stechen und ich war auf einer Meileninsel und ich bin einfach zu Udo gerannt und heimgeflogen. Ich bin einfach heimgeflogen und es hat auch geklappt, die haben mich nicht gestochen. Richtig cool, wollte ich euch nur eben zeigen, war richtig witzig, aber hier ist es leider zu spät. Eieiei. So, hast du zurück ein Video gemacht, wie du das mit den Steinen hinbekommen hast? Also das ist ja dieser Stream hier. Also wenn der online kommt, dann schreibe ich das eh in den Titel mit dem Steinkreis. Und dann kannst du es dir nochmal angucken. Aber ich habe halt alles mit Unkraut und Bäumen voll gemacht. Wie du siehst, hier sind noch die Bäume. Das Unkraut hat dann Gerd jetzt weggemacht. Rituale, um Pietro zu verfluchen. Ja, der ist eh schon abgehauen. Der wohnt nicht mehr auf der Insel. An die, die es noch nicht mitbekommen haben, er ist schon ausgezogen. Meine Freundin hat sich gestern die Haare schneiden lassen, auch die Länge, die du hast. Oh, cool. Und? Sieht's gut aus? Sieht bestimmt gut aus. Da bin ich mir sicher. Bam, bam, bam. Alle Bäume kommen weg. Und ganz viel Holzi-Holz. Das brauche ich auch. Ganz dringend. Ui, die erste Axt ist eingegangen. Jups, sieht gut aus. Schön. So, drei haben wir noch. Bam, bam. Das machen wir natürlich nicht in der echten Welt, weil das wäre schlecht für die Umwelt. Aber genauso schlecht für die Umwelt ist auch diese Monokultur, die ich hier angepflanzt habe. Also gehört es eh weg. Nee, Scherz. Es ist ein Spiel. Das ist auch immer so, wenn man im Spiel Tiere töten muss. Das ist ja auch immer so. Als ich letztens von Ark erzählt habe, dass ich unabsichtlich einen Dodo umgebracht habe. Das war ja nicht bewusst. Hätte ich ja nie im echten Leben gemacht. Geschweige denn, dass es hier keine Dodos mehr gibt. Das haben die Menschen vor uns schon erledigt. Das mit dem Töten. Lu, Hallöchen! Hab schon lange gesagt, das würde ihr stehen. Oh, das ist lieb von dir. Ich hoffe, sie kommt gut damit zurecht, weil wenn man so längere Haare hat, man kann die leichter zusammenbinden und dann kann man auch einen hohen Zopf machen. Und das geht halt, also man kann sie schon noch zusammenbinden, aber diesen hohen Zopf, den ich immer getragen habe, diesen Pferdeschwanzzopf, das geht halt nicht mehr mit den kurzen Haaren. Ich hoffe, sie kommt gut zurecht. Darf ich einen Reim erzählen? Ja, solange der schöne Wörter beinhaltet und keine bösen Wörter. So, wir gehen wen besuchen. Bevor wir hier in Ohnmacht fallen wegen den Wespen. Wer wohnt denn hier? Ah, Yoshino, Hallöchen. Wahnsinn, Pidodo, endlich können wir mal quatschen. Ja, ich war schon lange nicht mehr da. Sowas hat sie auch gesagt wegen Zopf, aber sie meinte, die langen Haare haben genervt. Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Lange Haare nerven einfach. Oh, ist so viel Holz. Keine bösen Wörter, es geht um ein stinkendes Stinktier. Dann hau mal raus, Blue. Hau deinen Reim raus. Oh. Bam. Muss kurz weg, bis gleich. Bis gleich, Marie. Ah, so viel Holz. Holzi, Holzi, Holz. Ich um mein Holz, ich um mein Holz. Hast du deine Insel gelöscht? Nee. Ich habe meine Insel nicht gelöscht. Ich habe nur eine zweite Switch. Und dadurch habe ich jetzt eine zweite Insel. Also Dodo Reef würde ich nie löschen. Das wird nie passieren. Bei dieser Insel ist es schon so. Wenn ich die fertig gestaltet habe, dann lade ich einen Schlummercode hoch und dann fangen wir ein neues Thema an. Daher kommt also das Sprichwort Holz vor der Hütte. Ja, ich habe das auf jeden Fall. Guckt euch mein ganzes Holz hier an. Ich meine... Wer will dagegen ankommen? Niemand! Ihr findet das ganze Holz bei mir.
Ein Stinktier saß auf einer Bank und stank. Es stank nicht aus Eile, sondern aus Langeweile. Also die Sonne war untergegangen, hat es noch immer gestank. Untergegangen hat es noch immer gestank. Die ersten zwei Sätze waren richtig gut, der letzte war so lala. Aber die ersten zwei waren richtig gut. Rück mal Holz her. Mein Holz. Das ist mein Holz. Und dann bin ich beruhigt, Dodorif ist so schön. Ja, das bleibt auch schön. Keine Sorge. Es hat nur ganz viel Unkraut. Achso, nee, das Unkraut habe ich mir abgeholt. Gibt's jetzt kein Unkraut mehr. Ach, mein Holz. Mein Holzi, Holzi, Holz. Ich muss ihn noch ein bisschen abändern. Ja, aber die ersten waren echt cool. Die ersten zwei Zeilen. Ah, kreativ seid ihr. Ganz kreativ. Ich habe die kreativste Community überhaupt. Nee, Pjodudolov, ich wurde nicht von der Wespe gestochen. Nein. Jetzt haben wir einen gut. Beim nächsten Mal Wespen stechen darf das niemand auswählen. Ich wurde nicht von der Wespe gestochen. Nur einmal. Und das war Leonie schon. Ich habe ein Dodo-Lied. Soll ich raushauen? Oh ja, klar. Hau raus. Bam, bam. Mahlzeit, Fabian. Was gibt es denn heute Leckeres bei dir? Ups, ich dachte, dass man es sieht. Nee, man kann sich... Okay. Jetzt lasse ich mich stechen und niemand löst jetzt Wespenstich ein. Dann passt das wieder mit dem Zähler. Au, jetzt wurde ich ohnmächtig. Oh nein. Oh nein. Arme Pjududu. Und da ist auch eine Wespe vor meiner Haustür. Guck mal. Mein Haustier einfach. Dodos Song des Jahres. Mein Holz, mein Holz, mein Holz. Das war ja echt ein Song. Kennt ihr den Holzsong nicht? Ist das so ein Österreicher-Ding? Ich hab mein Holz, ich hab mein Holz. Holz hier, Holz hier, Holz. Da gibt's einen Song. Kennt ihr den nicht? Klar kennt ihr den. Ist das nicht in Deutschland auch ein bekannter Song? Doch. Wer kennt denn den Holzsong nicht? Ich kenne den Song. Nee, ich kenne ihn nicht. Oh, da musst du googeln. Guck dir den auf YouTube an, der ist witzig. Ist einfach ein Song über Holz. Oh, das war jetzt die vorletzte Axt. Huiuiui. Doch, den kennt man. Nö, bin zwar Österreicher, aber nein. Okay. Oh nee, Blue, du kennst den Holzsong auch nicht. Oh Mann, die hat jetzt aber nichts ausgehalten. Das war eine alte Axt. Ich habe keine Axt mehr. Oh Mann. Ich habe ja eigentlich auch gar keinen Inventarplatz für das ganze Holz. Das ist halt auch doof. Ich lasse das jetzt erstmal stehen und sammle mal das ein, was ich habe. Ich weiß eh nicht, wohin damit. Ich muss es eh wieder ablegen. Das ist Grundwissen. Einfach Holz Treasure Island, oh ja. Guckt euch mein ganzes Holz an. Hier ist mein ganzes Holz. Oh Mann, so viel Holz. Ich um mein Holz, ich um mein Holz. Oh Mann, ist das viel. Baummörderin. Ja, genau das wusste ich, dass das kommt. Wisst ihr, genau so laufe ich ja in Real Life auch draußen rum mit einer Axt und fälle alle Bäume. Genau das mache ich den ganzen Tag, wenn ich nicht live bin. Bin eine Minute zu spät. Oh nein. Wieso denn? Wieso bist du zu spät? Eine Mücke, ja, die stört, die Mücke. Hoffentlich sticht sie mich nicht. Böse Mücke. Das ist halt auch wieder echt viel Arbeit mit dem Aufräumen. Also das ist schon gut mit dem Unkraut, wenn man genug Unkraut hat. Für die ganze Insel. Also da braucht ihr schon eine Tasche voller Unkraut. Also eine ganze Tasche voll
mit 99er Stacks Unkraut. Sonst kommt ihr da nicht aus. Ich wollte um 2015 kommen, bin aber um 2016 gekommen. Das ist kein Problem. Jedenfalls weil der Holzsachen basteln. Ja, also jetzt habe ich genug Holz für die nächsten 2 Jahre. Und dann machen wir wieder eine Monokultur. Ja, gleich, aber schlage Büsche kaputt. Das ist so ein Standard, was man draußen so macht. Das ist einfach, da läuft man mit einer Axt rum und fällt alles, was man so sieht. Alles wird gefällt, was einem in den Weg gestellt wird. Das war auch fast Reim. Oh Gott, das ist so schlecht gereimt einfach. Naja, macht jeder. Macht jeder. Mein Grundstück wurde verkauft, es ist einfach Monika gekommen. Wow, ein Glückspilz. Hast ja mega viel Glück gehabt. Muss ich das dazu sagen, dass ich hier Scherze mache? Oder ist das nicht jedem klar? Muss man das dazu sagen, oder? Weißt du schon, wie lange du heute streamst? Ich glaube, bis 9:30. Ja, so circa bis 9:30. Oder bis 10. Ich denke so um den Dreh. Um den Dreh. Das ist was, was ich noch nie in meinem Leben gesagt habe. Ich werde immer deutscher, Leute. Ihr bringt mich dazu, dass ich Deutsch spreche. Ich meine, Deutsch wie einer, der aus Deutschland kommt. So meine ich. Also, ich sag Sachen, die Österreicher nicht sagen würden. Wisst ihr, was ich meine? Ihr bringt mich dazu. Ich denke, es ist jedem klar. Okay. Ich hoffe es auch, weil manchmal gucken mir halt echt junge Zuschauer zu. Also, ihr wisst ja zum Beispiel, ich habe ja auf YouTube meinen Hauptkanal, PewDodo. Und habe jetzt den Zweitkanal Streaming Dodo. Und dann wurde ich eben gefragt. Und ich finde es ultra süß, dass mich die Person das gefragt hat. Versteht mich nicht falsch. Ich meine es auch null böse. Aber ich wurde halt unter einem Video gefragt von Pure Dodo. Hey, bist du die Schwester von Streaming Dodo? Ich fand es einfach mega süß. Ich glaube, ich habe mich 2 Minuten einfach so tot gelacht. Weil ich habe ja denselben Hintergrund und so in den Videos. Ich habe dieselbe Frisur, ich habe dieselbe Stimme. Ist einfach mega süß, dass die Person dachte, wir sind Schwestern. Dabei sind wir Brüder. Nee, Scherz. Ich höre schon auf, es ist echt nicht witzig. Hey, ich bin wieder da, mein Papa ist erfolgreich zu Hause abgesetzt. Ja, sehr gut, Lady Sophie, das hast du toll gemacht. Ja. Sehr, sehr eine eineige Zwillingsschwester. Oh mein Gott, bist du der Bruder von Streaming Dodo? Ja. Ah ja. Sassy hat eine eineige Zwillingsschwester und einen Zwillingsbruder. Ja, ja, so läuft's. Aber dann, ja. Drum, es ist einfach süß, was ihr schreibt, aber an sowas merkt man halt, wie jung manche Zuschauer sind von mir. Das wollte ich damit sagen. Ich höre einen Ballon. Ich habe ihn... Hab ich ihn jetzt verpasst? Nee, das... Mein Deutsch heute wieder. Das sage ich, glaube ich, in jedem Video, dass ich nicht sprechen kann. Aber ich glaube echt, dass es an dem liegt, dass ich den ganzen Tag einfach Mundart spreche und mit euch dann Hochdeutsch. Das ist ja trotzdem eine Umstellung. Und... Ah, cool. Und auf jeden Fall probiere ich immer Hochdeutsch zu sprechen und manchmal kommen dann auch so Mundartwörter dazu und dann verspreche ich mich. Genau. Ich rate jetzt, wie alt du bist. Warte, ich glaube 22... Das war jetzt auch ein Witz, oder? Pedolo Love, das war ein Witz. Wieder da! Willkommen zurück, Blue! Ich rate mal. Ja, ratet mal, wie alt ich bin. An die, die es wirklich nicht wissen.
Für die ist es ein schönes Ratespiel. 73 Jahre. Oh, das war aber echt knapp. Das war richtig knapp. Boah. Ich werde morgen 73. Hä, war kein Scherz, nicht? 32. Nee. Habe ich dich zu jung eingeschätzt? Wie hast du mich eingeschätzt? 73. Nee, ich werde morgen erst 73. Also Blue. Also ich fühle mich verarscht, weil ich bin erst 72. Schade, kann leider nicht mitraten. 21, 32, 23. Älter oder jünger als 30? Jünger, Leute. Ich bin jünger. Nee, ich verrat's euch, weil Pyodolov, du hast so gefragt, bist du 22 oder 24 und ich bin 23. Das ist halt richtig witzig, weil du genau die Mitte nicht gesagt hast. Ich bin 23 Jahre alt, okay? Jung. Ich bin jung. Ich bin so ein Jungbrunnen. Ein Jungspund. Ein Jungspund. Gott. Diese albernen Wörter. Ich bin ein Jungspund. Aber Leute, ich dachte mir nicht, dass ihr mich so alt schätzt. Also, 73 hab mich getroffen. Nee, Spaß. Kann man ja niemals wissen. Stellt euch mal vor, ich hätte jetzt gesagt, ich bin 15. Okay, hätte mir niemand abgekauft. Ein Küken. Ja, genau, ein Küken. Du bist ja 72, also bist du 1949 geboren. Ja. Ein süßes Küken, oh Mona Lisa, danke. Aber 72, Leute, ist schon ein schönes Alter, ich sag's euch. Also, da macht das Leben Spaß. Da studiert man auch noch. Well, I mean, seit wann arbeitet man mit 15 im Labor? Das ist korrekt. Aber ich arbeite ja nicht in einem Labor. Ich bin ja noch im Studium. Ich finde, man könnte dich locker 19 abkaufen. Ja gut, 4 Jahre ist ja auch nicht viel weniger. Keine Ahnung, ich glaube nicht, dass ich mit 19 so viel jünger ausgesehen habe wie jetzt. Ich kann euch ja mal Fotos zeigen. Obwohl ich nicht so viel... Nee, wartet mal, mit 19? Ich habe anders ausgesehen. Nee, das war mit... Doch, mit 19. Mit 19 hatte ich ein anderes Gesicht. Oh mein Gott, wie sich das anhört. Ich hatte ein anderes Gesicht. Ich hatte eine andere Nase. Und deswegen sehe ich ein bisschen anders aus, seit ich 19 bin. Ewige Studentin, die sehr sich... Also ein Studium dauert ja auch lang. Und bevor jetzt die Leute fragen, ich habe eine Nasenscheidewandkorrektur, weil ich keine Luft bekommen habe. Bevor jetzt die Leute hier... Irgendwas... Ja, ich kenne ja die Leute, wie die schreiben. Und ich habe damals auch deswegen Asthma entwickelt. Also war nicht schön und jetzt muss ich mit Asthma leben. Wie hast du denn ohne Atmen überlebt? Na, das war so... Ich hatte einfach... Nee, also... Ich habe halt durch den Mund geatmet, Leute. Naja, ich sehe jetzt mit fast 21 aus, auch anders aus als mit gerade 19 geworden. Okay. Ja, von der Frisur her, aber so, glaube ich, ändert sich nicht recht viel. Du brauchst keine Schönheits-OPs. Nee, ich mache auch keine Schönheits-OPs. Es war wirklich wegen dem Atmen. Und da wurde halt die Nase außen auch gerichtet, weil bei mir das so verwachsen ist, dass eben außen auch das zu sehen war. Also ihr kennt ja diese typischen Höcker, wenn man Nasenscheidewand auch verkrümmt ist, dann kann das auch sein, dass es außen ist. Ich hatte früher, als ich 13 war, 14 war, eine wunderschöne Nase und dann ist eben in meinem Wachstum, ich bin ja echt richtig, richtig schnell gewachsen. Ich bin ja in einem Sommer 10 cm gewachsen und da kam das auch
Und das habe ich mir dann mit 19 einfach korrigieren lassen, damit ich wieder Luft bekomme. Genau. Und ich konnte vorher nie mit geschlossenem Mund atmen. Das war tatsächlich sehr, sehr schlimm. Ich konnte nicht mal im Sitzen mit geschlossenem Mund atmen, weil ich einfach zu wenig Luft bekommen habe. Genau. Guten Abend, Kathi Karotte. Ist wieder hier voll Privat-Talk, aber wie gesagt, über solche Sachen rede ich ja ganz offen. Und da dürft ihr mich auch gerne was fragen und so, also da bin ich ganz, ganz offen. Aber du siehst auf jeden Fall 20 aus oder jünger. Oh, süß. Ananas-Matte, Hallöchen und danke für dein Follow. Vielen Dank. Was? Ja, Blue. Ja, ja, so ist das. So, was wir auf jeden Fall heute machen, wo ist denn meine Karte? Die habe ich gar nicht hier. Die ist nicht anwesend, die Karte. Wartet mal kurz, Leute. Ich muss euch mal kurz die Karte einblenden. Und zwar haben wir eine Corrosion-Karte. Die ist ja... So. So, ich mach die mal hier oben hin. Da seht ihr ja, wie die Karte so aussehen sollte mal, wenn sie fertig ist. Und da kommt rechts den Fluss, den möchte ich heute machen. Mit euch. Rechts diesen Fluss da nach oben, den möchte ich machen. Karte ist lost, ja. Aber das, sie ist 72, wie jung hast du sie eingeschätzt? Wie kann man mich nur so jung schätzen? Mega toll von dir, dass du so offen auf Twitch, YouTube oder Instagram so offen bist. Ich kenne nicht so viele, die sowas machen. Ja klar, also ich da... Sprechen ist schwierig, Leute. Sprechen ist schwierig. Deswegen ja auch der Name Pure, weil ich bin halt offen und ehrlich. Das ist mir ja alles wurscht. Weil wieso sollte ich es euch verheimlichen? Aua! Böse Mücke! Genau. Bin gerade auf Bewohnersuche. Wen suchst du denn gerade? Erzähl mal. Ananas ist auf Bewohnersuche. Spielst du auch Fortnite? Ich habe die letzte Season komplett verpasst. Muss ich ganz ehrlich sein. Die neue will ich jetzt wieder spielen. Aber ich habe die letzte Season gar nicht gespielt. Das muss ich auf jeden Fall wieder nachholen. Ich habe auch keinen Battle Pass mehr. Ich habe sonst immer Battle Pass gehabt. Also ich habe halt immer... so gespielt Fortnite, dass ich diese Punkte habe. Also, dass ich genug von diesen Erfahrungspunkten habe, dass ich kein Geld für den Battle Pass ausgeben muss. Da braucht man ja diese 950 oder was das sind. Und so habe ich immer, so lange habe ich immer gespielt, bis ich die habe, damit ich in der nächsten Saison sozusagen den Battle Pass nicht kaufen muss. So habe ich es immer gemacht, aber jetzt habe ich gar keinen mehr. An sich suche ich Katzen. Am liebsten Kiki, Tanja oder Zita. Dann viel Glück. Ich habe nach den Ferien mündliches Abi. Hab Angst. Und wann ist nach den Ferien? Sind das bei euch noch immer Pfingstferien jetzt? Oder wie ist das gerade? Oder meintest du die Sommerferien? Ich habe mir einfach für 20 Euro gekauft. Okay. Hatte das auch mal mit der Nase. Sobald ich den Mund zugemacht habe, wäre ich in 5 Minuten umgefallen. Ja, genau. So war das bei mir auch. Also ich hätte es nicht mal 5 Minuten ausgehalten. Da wehrt sich dann der Körper dann direkt. Und ich hatte auch oft Probleme, dass ich deswegen dann in der Nacht munter geworden bin, weil ich wieder gemerkt habe, mein Körper hat einfach den Mund beim Atmen geschlossen. Und das war mir zu wenig Sauerstoff. Und dann bin ich davon aufgewacht und musste erstmal ein paar Minuten tief durchatmen, um wieder an die Luft zu kommen, die ich gebraucht hatte. Es war tatsächlich echt nicht so schön teilweise. Deswegen war die OP auch dann mit 19, habe ich die direkt gemacht. Und da bin ich auch froh drüber, weil mittlerweile geht's. Kann ich wieder richtig atmen. Pfingstferien noch diese Woche. Okay. Und dann? Und dann hast du direkt dein Abi? Hab die nächste Woche Schule und dann die Woche danach am Montag, Dienstag habe ich mein mögliches Abi. Oh, ich wünsche dir alles Gute. In welchen Fächern machst du denn das?
wenn ich fragen darf. Why nicht mit 16? Weil man da noch wächst. Im Wachstum sollte man nie solche eingreifenden OPs machen, wenn es nicht so notwendig ist. Und wie gesagt, ich bin da ja auch noch gewachsen. Deswegen kam das nicht in Frage. Ich wollte ausgewachsen sein. Meine Mutter hat plötzlich einfach so gemeint, ich bin schnell gerannt, noch nie gerannt bin. Und es hat sich herausgestellt, das ist eine kleine Spinne. Dass sie eine kleine Spinne gesehen hat. Mein Herz hat so toll geschlagen. Oh, wie süß du aber gleich zu ihr läufst. Das ist toll. Aber ich hoffe, die kleine Spinne hat ihr nicht wehgetan. Und ich hoffe, sie hat der kleinen Spinne nichts getan. Oh je. Ich habe keine Pfingstferien. Ich auch nicht. Ich habe auch keine Pfingstferien. Oh. Oh, hoppala. Sorry. Mein Greenscreen hat einen Schatten. Ja, das stimmt. Er ist noch nicht perfekt eingestellt. Ich habe ihn erst seit heute, Fabian. Ich muss ihn noch einstellen. Also die Belichtung muss ich gucken, dass ich da noch hinbekomme. Aber der Schatten, der bin ich. Das bin ich. Es ist mein Schatten. So, ich habe eine Emotion. Okay, welche denn? Oh je, nee, nee. Meine Schwester war letzten Freitag auf der Bühne und hat mir gesagt, dass sie sehr nervös war und sie hat dann an dich gedacht. Sie hat's geschafft. Cersei, du bringst jeden zum Strahlen. Oh, wie cool. Das ist ja schön zu hören. Süß. Ich habe gar keine Ferien. Mache ja alles online. Also mein Abi. Oh, cool. Das geht bei euch in Deutschland oder... Lady, Deutschland oder Österreich? Ich weiß es nicht. Aber cool. Ich habe noch nie davon gehört, dass man das online machen kann. Also du hast Abi geschrieben, also wird es Deutschland sein. Der Greenscreen sieht gut aus, Leni. Süß, danke. Das irritiert. Irritiert das? Ja, mit dem musst du aber heute leben. Das tut mir leid. Aber da kann ich jetzt nichts machen. Ich hoffe, du kommst zurecht. So. Dann habe ich jetzt das ganze Holz und es ist echt viel. Weil es stehen ja auch noch einige Bäume da hinten. Aber ich würde sagen, wir legen los mit dem Fluss, dem Terraformen. Und zwar gucken wir mal auf die Karte und auf meine kleine Karte auch. So, wir sehen, der Steinkreis ist ready. Der ist da oben, der ist fertig. Wer war das? Moxie! Moxie, danke für deinen Stufe 1 Sub im zweiten Monat. Vielen, vielen Dank. Hallo zusammen. Hallo Moxie, wie geht's dir denn? Wie geht's dir? Hallo zusammen, hallo Bommel. Ja, ab 18 ist tatsächlich an einer Fernuni, das ist cool. Aber schade, dass man die Pflanze im Hintergrund nicht mehr sieht. Ja, wenn wir quatschen zusammen, das ist ja nur fürs Spielen. Wenn ich den Cam groß mache, dann seht ihr eh den Hintergrund ganz normal. Das dann eh, wie immer. In Österreich schreibt man Matura, also das heißt Matura, aber ist eigentlich dasselbe. So, wir haben hier die Karte, die kleine. Ich sehe die nicht, weil die Anzeige so doof ist. Ich mache hier den Fluss durch. Ja, gut. Passt. Ach, ich habe so ein geschwollenes Auge. Ich mag mal kurz eine Medizin holen. Leg das ganze Holz in eine Ecke, wo du noch nicht bauen willst. Ja, ich brauche das sowieso gerade nicht. Also ich brauche den Platz im Inventar gerade nicht. Deswegen kann es ruhig da drin bleiben. Aber ich hole mir kurz Medizin. Aber ich werde das auf jeden Fall machen, Bibi, dass ich die früher oder später in eine Ecke lege. Ich hatte einen Schock meines Lebens. Ich dachte, es ist jemand eingebrochen oder sonst was. Die Spinne war kleiner als ein Reiskorn. Und eine arme Mama. Oje, oje. So, ich möchte Medizin haben. Bei dir lernt man was. Dankeschön. Oh, echt? Ich hoffe es. Hin und wieder gibt es von mir auch hier eine Unterrichtsstunde. Oh Mann, oh Mann. Ach ja. Ah, da ist es. Nee, ich liebe das ja, wenn ich auch was erklären kann. Ich bin ja auch Pädagogin, Leute. Es ist halt so. Zwar Kindergartenpädagogin, aber ich wollte ja früher immer Lehrerin werden. Ich glaube, das hätte auch geklappt. Und ich habe viel Nachhilfe gegeben. Vielleicht ist es von dem her auch noch. Ja, ja.
Seit wann ist Pietro weg? Eh seit heute. Also ich habe gestern und heute alles für den Steinkreis vorbereitet und dann musste ich sehr viel spulen und dann hat Pietro gesagt, er zieht aus und dann ist Claude oder ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, Leute. Ich weiß es nicht. Hier, der Claude. Claude, oder? Claude? Irgendwie so. Der ist eingezogen statt Pietro. Bei dir macht es auch viel Spaß zu lernen. Das freut mich wirklich. Ich bringe mich gerne Sachen bei. Oh. Cersei ohne Chais. Ich habe heute Matheprüfung geschrieben. Dann dachte ich so, ich schaffe das. Dann, wenn ich es geschafft habe, kann ich Pietro gucken. Und ich war mega sicher. Ich habe sowas meinen Freunden gesagt, die meinten, dass das eine Lüge wäre. Damit ich auch was bekomme. Aber das stimmt nicht. Das, was ich sage, ist wahr. Ich liebe den Stream. Mach weiter so. Oh, Pietro läuft. Dankeschön. Das freut mich sehr. Wenn dich das auch ein bisschen beruhigt, das ist schön. Ja, so spricht man es aus. Gut. Dann mache ich hier nichts falsch. Einnehmen. Man spricht es Claudi aus? Nee. Hast du meine Nachricht überlesen? Das kann sein. Stream Elements hat gerade viel reingespammt. Ah, da. Hab am 6.7. eine Aufführung in der Schule vor allen Schülern. Die Lehrer haben mich dazu gezwungen. Ich wollte nicht, aber das Schlimmste ist, dass das der Todestag meiner Großtante ist. Oh nein. Nee, dann sag, hast du es ihnen ehrlich gesagt, dass du an dem Tag einfach aus privaten Gründen nicht möchtest, weil das für dich einfach ein doofes Datum ist oder so? Vielleicht kannst du, wenn du da ganz ehrlich bist, das noch irgendwie abwenden. 6.7., da ist ja noch ein bisschen Zeit hin. Soll halt jemand anders machen. Oh Mann. Böse Menschen. Schrankmodenschau. Okay. So, dann setze ich mir jetzt den Helm auf. Nein, oh nein. Meine Mutter hat früher Hühner und immer, wenn ich eine Spinne sehe, dann hole ich Hildegard und die isst sie dann. Einfach so ein Haushuhn, das die ganzen Spinnen frisst. Das feiere ich. Das ist echt cool. Das ist richtig, richtig cool. Ach. Ich möchte auch ein Haushuhn haben. So. Ich habe Angst vor Spinnen. Fragt nicht, wieso. Ich habe auch Angst vor Spinnen. Ich mag das auch nicht. Einfach gruselig, die Dinger. So, ich mache jetzt hier so ein Plateau-mäßig hin. So. Gut. Und dann gehen wir hier so rüber. Mit dem Fluss. Machen wir so eine kleine Schlinge. Und dann hier runter. Ach, Boris muss weggehen. So, und wo habe ich die Brücken geplant? Okay, eh so schräg rüber. Okay, das müssen wir schaffen, dass hier so schräg dann eine Brücke ist. Ja, das kriege ich hin. Das kriege ich hin, Leute. Das wird kein Problem. Spinnen haben einfach viel zu viele haarige Beine. Ja, so ist es einfach. Und viel zu viele Augen. Vor allem, also, ich finde sie ja faszinierend. Es sind faszinierende Tiere. Versteht mich nicht falsch, diese Spinnen. Aber, wieso können die denn auch noch springen? Also, diese Springspinnen, die sind furchtbar. Und es gibt ja fast nur giftige Spinnen. Ich glaube, es gibt eine einzige Spinnenart, die nicht giftig ist. Ich meine, wenn sie so klein ist, macht's ja nichts, nur ein Bienenstich mäßig. Aber wieso können die springen und müssen beißen? Das ist einfach unangenehm. Oh mein, dann komme ich gerade wieder vom Essen und sehe 1%. Oh nein! Schnell, lauf!
Nile, Hallöchen. Spinnen können draußen faszinierend sein und nicht als ungewollte Untermieter. Aber die fressen ja auch die ganzen Mücken und so. Das ist ja auch wieder gut. Und wusstet ihr, dass in Australien es üblich ist, kennt ihr diese Huntsman-Spinnen, also diese ganz großen schwarzen? Aufhören, Sassy, please. Nee, nee, das muss ich jetzt noch erzählen. Weil ich finde das faszinierend, die Australier, die lassen immer, meistens im Klo, so eine große Huntsman leben, weil die tun einfach nichts, die sind einfach ruhig und machen nichts. Und die fressen und verscheuchen dafür die ganzen giftigen Viecher. Das ist echt faszinierend. Also die lassen die da auch... Ich hör gleich auf. Also die lassen die echt bei sich wohnen, damit halt die giftigeren Tiere nicht reinkommen. So als Aufpassspinne sozusagen, damit die giftigen nicht kommen. Spinnentalk! Ey, lass mich über Spinnen sprechen, weil mit meiner Familie kann ich nicht über Spinnen sprechen, weil die hassen Spinnen. Und ich weiß, ihr hasst auch Spinnen, aber da müsst ihr jetzt kurz mal durch. Ich hasse ja auch Spinnen, aber ich finde es trotzdem faszinierend. Die Tiere sind einfach faszinierend. Ich muss Prost machen. Prost, Sus Crossing. Nee, zu euch kommen die Spinnen nicht nach Hause. Ihr lebt in Deutschland und wir in Österreich. Also, da gibt es nicht so große Spinnen. Ihr seid ja nicht auf Australien. Ich krieg Gänsehaut, siehst du? Die jagen ihre Opfer. Ja, die jagen sie. Die Huntsmen, ja. Die jagen, die bauen keine Netze. Haarspray und Feuerzeug. Nee, bitte nicht töten, rausbringen. Einfangen und rausbringen. Ich habe immer so ein Glas hier und ich habe letztens sogar zwei Spinnen gleichzeitig im einen Glas gefangen. Ich glaube, das hat ihnen auch nicht so gefallen, dass ich das gemacht habe. Ich glaube, die haben sich doch auch ein bisschen bekriegt da in dem Glas und dann habe ich die rausgetragen. Ah ja, und Schweiz, natürlich. Natürlich. In der Schweiz auch nicht. In der Schweiz sind es zu viele Berge. Da kommen die Spinnen nicht. Nee, Spaß. Aber so große nicht. Dann haben die sich gepaart. Nee, das waren zwei verschiedene Spinnen. Das war eine so normale große mit normalen Fußlängen, sagen wir mal so. Und die andere hatte so längere Füße. Es war nicht so ein Weberknecht oder wie man die nennt, aber hatte längere Füße. Jemand sagt, ich lebe in Australien. Wenn da jetzt jemand kommt. Ich verlasse gleich den Stream. Nee, wir hören jetzt wieder auf. Das war's jetzt. Wir reden jetzt über andere Themen. Schlägt mir andere Themen vor im Chat? Reden wir über Schmetterlinge. Schmetterlinge sind doch cool. Aber auch gruselig, wenn man die im Mikroskop beobachtet. In Australien ist eine Folge Peppa Pig verboten, weil es darum geht, dass Spinnen ungefährlich sind. Ja. Die sind halt bei uns ungefährlich. Aber in Australien ist schon anders. So, Boris, es wird Zeit. Es wird Zeit zu gehen. Motten sind auch cool. Oder Schlangen. Ja, Motten sind auch cool. Und Schlangen auch. Aber nicht diese Lebensmittelmotten. Die sind nicht so cool. Die sind sehr, sehr nervig. Also. Eieiei. So, Boris. Boris, es wird Zeit zu gehen. Bitte. Sie sind hier an der falschen Stelle. Bitte gehen Sie. Oh, Boris. Kurze Frage. Weißt du noch, wo der Koffer von Igitt ist? Ich bin beim letzten Mal, aber ich finde den Geist nicht mehr. Du kannst ja gucken, wo der Geist hin ist mit X. Probier mal. Boris! Hau ab! Was sind das für neue Sitten? Irre ich mich oder wäre hier eigentlich genug Platz für uns beide? Nein, eben nicht. Hier ist Platz für Fluss und nicht für uns. Ja, geh weg. So, sorry, aber musste sein. Jetzt ist er sauer. Guckt ihn euch an. Beleidigte Leberwurst spielen hier. Nee. Naja, sei sauer. Mach ruhig.
hält auch nichts aus. So, jetzt habe ich dir hier den Weg versperrt, hm? Ja? Jetzt ist er gleich noch wütender. Soll ich mich entschuldigen? Nee, Boris behalte ich. Boris möchte ich auch behalten, Fabian, sorry. Der passt auch gut auf eine Ruineninsel, oder? Er muss jetzt einfach mal ein bisschen sich ausspinnen da vorne. Das ist schon gut. Jetzt sind wir wieder bei Spinnen. Oh nein. Und die Steuerung ist blöd. Ja, die Steuerung ist schwierig. Aber ich weiß nicht mehr, wo... Du müsstest halt gucken bei meinem Video, Leonie. Guck dir bei meinem Video das an, wie ich das gemacht habe, wo der hin ist. Ich weiß es leider wirklich nicht mehr aus. Wenn nicht, Sanfken... Voll falsch ausgesprochen wahrscheinlich. Danke für dein Follow. Er ist noch immer sauer. Oh Mann. Das kam mir auch gerade. Guter Freundschaftsanfang mit Boris. Ja, es tut mir leid, aber er ist ja wirklich im Weg gewesen. Ich habe ihn ja vorgewarnt. Hatte vor kurzem einen Unikäfer in meinem Wohnzimmer, wollte eigentlich schlafen gehen und das Tierchen hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht und ich war danach wach. Ja, Unikäfer sind laut. Unikäfer möchtest du nicht im Schlafzimmer haben. Wieder wegstampft, ja. Es sieht halt auch einfach echt süß aus, wenn die wütend sind, oder? So, das ist mir aber trotzdem ein bisschen zu gerade. Das ist mir zu gerade. Ah, jetzt hat er sich wieder beruhigt. Siehste, und jetzt hast du viel mehr Platz zum Angeln. Auf einmal ist es nicht mehr so schlimm. Wow. Eieiei. Man muss sie immer zu ihrem Glück zwingen, habe ich das Gefühl. So ein bisschen zumindest. Zicke, ja voll. Jetzt ist er zufrieden. Bist du noch böse auf mich? Langsam fängt das an zu nerven. Es macht mich regelrecht wütend. Ah, nee. Nee, er ist noch wütend. Wir lassen ihn mal noch ein bisschen. Hat sich noch nicht ganz beruhigt, der Gute. Zeig mal deine Karte. Also sie soll ja so wie da oben rechts aussehen, aber hier ist derzeitiger Kartenstand. Den Fluss machen wir gerade da hoch. Ich hoffe, du hast ihn noch sehen können. Ich war sehr schnell. So. Ich muss mal kurz gucken, dass hier alles so ein bisschen natürlicher aussieht. Hoppala. Welche Bewohner stehen zur Verfügung? Ja, noch nicht so viele, aber ich habe vor, noch einige auszutauschen. Geht sich das aus mit dem... Ich glaube schon, oder? Ach, Boris. Boris muss aber wieder weg, weil ich möchte jetzt die Brücke platzieren. Armer Boris. Also meine Lieblingsbewohner sind Vega, Zara, Misuzu, Yoshino, Lupa, Bettina, Froni. Okay, die sind cool. Hören sie cool an. Also Yoshino hab ich, Bibi. Und ich glaube, wir werden Bienchen auch auf die Insel holen. Ich fände das irgendwie süß, wenn wir Bienchen immer auf diesen Inseln haben. Also so, als würde sich Bienchen so durchziehen durch alle Inseln. Die überall so vertreten wäre, fände ich schon cool. Jetzt hat er sich hingesetzt. Boris hat das Angeln aufgegeben. Ich hole jetzt mal die Brücke. Also ich fände es süß. Wenn wir Bienchen immer auf der Insel haben. Und wen wir noch wählen? Ich würde Frederik, den habe ich ja jetzt schon, den würde ich lassen. Yoshino vielleicht auch. Und Boris, finde ich, passt auch ganz gut. Ich weiß nicht, es gibt keine Steinzeitbewohner, oder? Doch, es gibt einen Mammut. Das wäre halt auch cool. Oh, dieses ganze Unkraut. Uiuiui. Es gibt doch einen Mammut, oder? Also Stefanie, die Steine müssen immer rundherum Platz haben. Also du brauchst 3x3 Feld. Also 3x3 Felder für einen Stein. Doch,
Die ersten vier habe ich mir als Mebo-Karten gekauft. Greenscreen, very nice. Danke, Adrian. Er muss noch eingestellt werden mit den Schatten, ich weiß. Muss jetzt noch schnell einkaufen. Bis gleich. Bis gleich. Froni ist toll. Froni ist toll. Ich hatte Bienchen, bevor ich gelöscht habe. Es gibt einen Mammut, ja. Und Hans, der sieht aus wie ein Yeti. Hans sieht aus wie ein Yeti. Oh, Adrian, danke für deinen Prime-Sub. 5 Monate. 5 Monate schon wieder. Wow, krass. Dankeschön, Adrian. Vielen, vielen Dank. Kann ich das Unkraut haben? Ich habe kein Online hier auf der Insel, Fabian. Also eher nicht. Immer doch. Vielen Dank. Dankeschön. So spät? Ja, also... Ja, in Deutschland haben die Geschäfte länger offen, habe ich das Gefühl. Also wir können jetzt auch nicht mehr einkaufen. Also außer zur Tankstelle. Das Einzige, was noch offen hat, ist die Tankstelle. Ah, nee, 21 Uhr. Morgen ist ja Feiertag. Ja, ein paar haben bis 21 Uhr offen. Aber das ist ja auch in 7 Minuten nicht mehr. Was soll ich tun? Nee, nee, Infrastruktur. Was heißt, das Plateau ist hier zu zerklüftet, um einen Aufgang zu bauen? Du bist zu hoch oben. Du kannst die 4. Etage nicht betreten. Dodo Endertoins. Oder es ist keine gerade Fläche vorhanden. Aber ich glaube, du bist zu hoch. Was ist mit Vega? Aber es ist auf der ersten. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist nicht genug Platz. Vielleicht ist der Aufgang da nicht gerade. Keine Ahnung. Grundstücksverkauf? Nee, nee. Brücken und Aufgänge. Jetzt müssen wir uns aber auch für eine Brücke entscheiden. Ich habe ja eine, die ich mir gedacht habe, die wäre cool. Und zwar... Wir sind ja auf einer Ruineninsel. Also würden die auf jeden Fall gut funktionieren. Meine Ruinen-Items sind ja auch braun. Ich weiß nicht, ob ihr die braunen Ruinen-Items kennt. Also ich habe die braun gefärbt. Das sieht man nur nicht so häufig. Also ich glaube, ich habe sie noch nie in Aktion gesehen mit dem braunen Stil. Deswegen, vielleicht kennen das einige von euch nicht. Aber die würden da gut dazu passen. Die Holzbrücke wird auch gehen. Ist mir aber vielleicht ein bisschen zu modern. Steinbrücke geht immer. Ist aber halt... grau und meine Ruinen-Items sind braun. Das heißt, die wird auch funktionieren, aber eben auch die. Ich habe mir gedacht, die wäre auch ganz cool. Was sagt ihr? Hab sie? Ah, den Geist meinst du, oder? Leonie? Bei uns hat das Geschäft nur bis 19:30 Uhr, ist längste Zeit am Wochenende bis 18 Uhr. Genau, bei uns auch. Bei uns hat der Hofer, also bei euch der Aldi, am längsten offen, 19:30 Uhr. Nee, bis 20 Uhr hat er offen. Und... Nee, bis 19:30 Uhr. Quatsch, bis 19:30 Uhr hat er offen. Und... Ja, heute ist eine Ausnahme. Heute haben andere Geschäfte bis 21 Uhr offen, weil eben morgen... Feiertag ist. Bei uns heißt er auch Hofer. Sehr gut. Ah, musste ich noch was einkaufen für morgen? Nee. Ist eh schon zu spät. Ist ja schon zu spät. Wohnst du in Österreich? Ja, ich wohne in Österreich. So, was sagt ihr zu der Brücke? Hängebrücke passt am meisten wegen Ruinen. Mhm. Ich finde ja auch. Das stimmt schon. Und sie ist viel günstiger. Ich nehme jetzt erstmal die. Vielleicht, welches Bundesland? Oberösterreich. Ich nehme die jetzt einfach. Die ist einfach am günstigsten. Wir können ja ein bisschen abwechselnd machen. Oh, Blue wurde die Kärnten. Ja, cool. Ja, ich bin eine Oberösterreicherin. Ah, je, vom Austria. Wenn du doch nur in unserer Nähe wohnen würdest. Ach, ja. Ich weiß es ja. Das ist ja eh doof. Wie kann ich nur in Österreich wohnen? Ich weiß ja auch, Boris. Boris, du machst mir das Leben auch nicht leicht. Weißt du das?
Ich mache hier noch ein bisschen breiter. Boris. Hätten wir heute feiern gehen können. Ja. Was hast du gerade gesagt? Österreich ist schöner als Deutschland. Naja, kommt auf die Örtchen drauf an. Beide Länder sind sehr, sehr schön. Mal sehen. Boris ist ab sofort einer meiner Lieblingsfiguren. Er wurde gerade einfach entfernt. Sieht gut aus, oder? Was sagt ihr? Die erste Brücke auf Corrosion. Was meint ihr? Sieht gut aus? Ja, mega. Passt, ja. Boris, mit Boris hättest du schon deine Probleme, als du den Fluss weggemacht hast. Ja, Boris ist ein kleiner Troublemaker hier. Er wurde unter die Brücke gehauen. Perfekt. Boris einfach abgesoffen. Na, hoffentlich nicht. So, wir werden gleich mal gucken, wo er hin ist. Oh, mein Nook-Phone klingelt. Tom Nook, die Nachricht. Piododo, ich muss dir leider mitteilen. Boris, geht's nicht gut. Hast du eine gute Stelle für die Hängebrücke gefunden? Ja, wunderbar. Dann wird an Ort und Stelle ab sofort... Ja, komm, Tom Nook, ich kenne das doch schon. Ich habe schon eine Brücke gebaut. Ich meine, die ist wieder weg, aber... Eieiei. Oh, ihr seid süß. Ihr alle reintreibt. Oh, Boris ist noch da. Boris lebt. Lang lebe Boris. Ah, Rip Boris. Todesgrund, Cersei. Ja, komm. Er hat sich direkt da hier nebenhin gechillt. Er muss ja warten, weil er kommt ja nicht auf die andere Seite, weil da ist jetzt ein Fluss. Beachte mich gar nicht weiter. Ich starre nur ein bisschen in den Himmel. Oh Gott, er ist noch immer sauer. Er weiß es. Er weiß es noch immer. Er ist auch immer nicht gut drauf. Oje, oje. Aber Boris. Eine Brücke ist auf ihn gefallen. Meine neue Insel heißt Nori Bay. Das hört sich gut an. So. Weiter geht's mit dem Fluss hier. Können wir kurz auf die Karte gucken. Da unten sieht es ja jetzt schon gut aus. So soll es ja auch aussehen. Ihr seht's, das Vergleichbild. Das wird schon. Das sieht gut aus. Hey. Ist ein bisschen kurviger geworden, aber das macht ja nichts. Das sieht eh cool aus. Ja, und dann ziehen wir jetzt die Brücke so ein bisschen nach links, weiter nach hinten. Ich habe die ganzen Plateaus eh schon vorbereitet. Ja, sieht gut aus. Wird schon. Ist es jetzt im Weg? Ist die Karte noch zu sehen? Ich kann es so schlecht einstellen, weil OBS so buggt. Ein bisschen noch rüber. So. Gut, weiter geht's. Dann ziehen wir die bis hierhin. Oh, das sind doch die ganzen Bäume einfach. Da stehen sie, die ganzen Bäumis. So, ja. Hier auch so ein kleines Plateau, also so einen kleinen Boden stehen. Das finde ich immer ganz schön. Da kann man dann noch irgendwas drauf platzieren, eine Säule oder eine Statue. Sieht auch immer recht cool aus. So, dann ziehen wir das Ganze hier rüber. Dann machen wir da vielleicht auch noch eine Brücke hin. Ich weiß gar nicht, wie viele Brücken ich jetzt schon eingezeichnet habe. Wenn das irgendwer zählen kann, wie viele Brücken ich auf der Karte eingezeichnet habe. Das wäre cool. Ich sehe da gerade so schwierig hin. Ich glaube, das seht ihr gerade besser. Mann, es tut mir leid, dass ich mich heute so oft verspreche. Was ist los mit mir? Es nimmt echt Form an. Ja, voll. Ich finde auch. 6 Brücken. Okay, dann habe ich ja noch 2. Danke fürs Zählen, Leute. Ihr seid süß. Dann habe ich ja noch 2. Das bedeutet, ich kann hier oben noch eine machen. Das passt dann gut.
Ah, hier noch eine. Bubble, 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 bubble. Hoppala. Eine Frage. Wie kann man so eine Karte machen wie oben rechts? Google mal einfach nach Happy Home Paradise. Na, Happy Home Paradise natürlich nicht. Nach Happy Island Designer, so heißt es. Genau, da müsstest du die Website finden. Irgendwie Eugen... Irgendwas mit Eugen heißt die Website. Dann. Man kann 10 Brücken und Aufgänge machen. Ja, genau. Genau. Ach so, habe ich 8 gesagt? 8 waren sehr früher. Ups. Genau. Leonie hat schon wieder den Link parat. Leonie, da kann man auch mal einen Command machen. Da fragen auch immer die Leute danach. Da gibt es auch bald ein Video dazu. Und zwar habe ich es abgefilmt, wie ich genau diese Karte für Corrosion gemacht habe. Das habe ich abgefilmt. Da gibt es auch bald ein Video dazu. Das ist im Schnitt. Ich bin so müde, aber ich will nicht den Stream verpassen. Marie, dann leg dich mal bettfertig ins Bett mit deinem Handy oder wo auch immer du gerade den Stream drauf guckst. Und guck ihn einfach, bis du einschläfst. Ich werde ihn nicht schreien. Ich hoffe nicht. Dann erschrecke ich dich nicht. Ich habe noch nie nach Plan gebaut. Immer random, wie ich wollte. Ja, voll. Habe ich ja auch am Anfang immer gemacht. Aber jetzt, damit es halt schneller geht, ich weiß halt schon, was ich vorher machen möchte und so. Mit den Plänen, die ich jetzt immer mit euch mache. Weil die nächste Insel ist auch schon ein bisschen in der Vorplanung nach Corrosion. Obwohl, das dauert jetzt sicher noch ein paar Monate, bis die fertig ist. Trotzdem wird es wahrscheinlich eine städtische Insel werden nach Corrosion. Weil die jetzt halt schon sehr natürlich ist mit den Ruinen und alles. Und da habe ich mir gedacht, und Leonie hat sich das auch gedacht, es wäre doch cool, wenn ich eine städtische Insel mache. Als nächstes. Also eine richtige Stadtinsel. Wie soll ich den Command nennen? Vielleicht Island Designer? Ist das zu lange? Ist das zu umständlich? Oder ACNH Designer? Irgendwie sowas. So, dann machen wir eine ganz kleine, feine Brücke hin. So vielleicht. Zieh den Fluss durch eine Schlucht, würde so geil aussehen. Können wir beim anderen machen, aber nicht hier. Können wir links machen dann. So. Da kommt auch noch eine Brücke hin. Das passt dann auch ganz gut. Hoppala. Wie wäre es mit ACNH Maker? Das wäre auch okay. Leonie soll das einfach machen, wie sie sich am leichtesten tut, weil... Command Error Path is required. You can find the list. Achso. Oh. Leonie, du hast dich vertippt. Aber ist gut. Können die anderen auch mal gucken, was es für Commands gibt. Nee, das war vorher besser. So, ich lasse es mal so und dann gucken wir, ob da sich eine Brücke ausgeht oder nicht. Wahrscheinlich eher nicht, aber ich kann es dann ja noch umändern. So, der Fluss geht jetzt da oben drüber und den müssen wir jetzt noch weiter hochziehen und dann in einem Teich enden. Oder ich glaube, ich würde es eher bis zum Museum dann hochziehen. Genau. Gut. Ah ja. Ich brauche Äxte. Oh, meine Steinis, so cool. Ich liebe sie. Ich liebe meine Steinis. Ich gehe Zähne putzen. Hoffentlich schlafe ich nicht ein, weil ich will deinen Stream noch schauen. Bis gleich. Bis gleich, Marie. Mondleiterlöchen. Ich
finde es echt relativ schwer, natürlich aussehende Flüsse zu terraformen. Kommt auch bald ein Video. Ach, ihr habt Glück. Das ist halt der Vorteil an den ganzen Guide-Videos, die jetzt kommen, weil das erkläre ich alles nochmal. Obwohl es Animal Crossing jetzt schon über 2 Jahre gibt, habe ich mir gedacht, das Spiel wird noch lange gespielt, auch wenn in 2 Jahren vielleicht ein neuer Teil kommt. Man spekuliert ja, dass es ein neues Animal Crossing also bald geben wird, in so 2, 3 Jahren. Aber ich glaube, selbst dann werden trotzdem noch Leute anfangen, New Horizons zu spielen, weil es ist einfach ein tolles Spiel. Die Grafik ist wunderschön. Es ist ein tolles Spiel und man kann nichts dagegen sagen. Und deswegen glaube ich, dass das einfach immer gebraucht wird. Und ich habe das ja auch gesehen. Ihr habt mich immer danach gefragt und so. Und deswegen habe ich mir einfach gedacht, egal, ich mache jetzt nochmal Guide-Videos. Und natürlich Terraformen, natürliche Wege bauen, das kommt alles bald. Heute der richtige Twitch-Tag. Bin den ganzen Tag nur Twitch am Lurken. Oh, cool. Wen hast du denn heute alles schon geguckt? Erzähl mal. So, habe ich hier jetzt eine Axt oder nicht? Nee, muss ich kaufen gehen. Ah ja, der Mondsicherstuhl, den ihr da hinten gerade gesehen habt, der war bei mir einfach im Mülleimer. Ich glaube, Pietro hat das als Entschuldigungsgeschenk dagelassen. Der hat schon gemerkt, dass ich sauer auf ihn bin. Arzien haben Maker, heißt er jetzt. Cool. Sehr cool, Leonie. Danke. Schade, dass man Brücken nicht auch über Schluchten machen kann. Ja, das ist richtig schade. Das wäre cool. Das wäre richtig cool. Minimole bis gerade eben und jetzt bin ich hier. Na dann willkommen. Willkommen. So, wir brauchen ganz viele Äxte. Eieiei, ich hoffe, das kommt noch. Nee, das wird nicht kommen. Also es wird ja jetzt auch vermutet, dass wieder Animal Crossing Updates kommen mit Ladenausbau oder so. Ich glaube nicht. Und ich habe auch eine Vermutung, warum nicht. Ich kann sie euch gerne sagen, wenn ihr Interesse habt. Was wird denn Schönes gemacht hier? Also wir sind ja auf einer neuen Insel, Moonlight, und wir machen eine Ruineninsel. Und die haben wir gerade angefangen, also vor ein paar Parts haben wir die angefangen und machen gerade so ein bisschen das Terraforming. Ober mir seht ihr die Karte, so soll es ungefähr mal aussehen. Und das tut es natürlich noch nicht, es sieht derzeitig so aus. Und es wird. Also es wird, wir haben den Steinkreis heute schon fertig gemacht. Die Steine haben alle ihren Platz. Oh mein Gott, ich bin so... Ersten Mal in deinem Live. Hab dich sonst nur auf YouTube geguckt. Und hab nur wegen dir Twitch runtergeladen. Kannst du mich grüßen? Heiße Mary. Mary, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Kann ich den Erstellen von Arzi das Tipp irgendwo geben? Den Erstellen von Arzi das als Tipp irgendwem? Was meinst du? Animal Crossing wird gekauft, egal wie es wird. Wir haben großes Interesse. Ja, ich glaube eher nicht, dass die noch so viel in das Spiel reinstecken. Gibt aber ein Design, das sieht aus wie eine Hängebrücke. Ja. Genau, da bieten sich die neuen Items mega gut an. Das stimmt. Das stimmt auf alle Fälle. So, ich sag's euch jetzt, was ich mir dabei denke. Warum ich nicht glaube, dass es einen Ladenausbau gibt. Warum ich nicht glaube, dass da noch recht viel kommt. Natürlich hätte ich es mir gewünscht, dass es auch was zum Mehrspieler, also dass es mehr Mehrspielerfunktionen gibt. Ja. Aber wir essen nachher nur Eis, oder? Ja, aber nicht so viel. Okay. Sieht man das im Greenscreen? Ja. Tiramisu. Danke. Ja, ja, danke schön. So. Jetzt erzähle ich es euch aber. Und zwar
haben die ja damals angekündigt, im November, als das große Update rausgekommen ist, haben die gesagt, es wird das letzte kostenlose Update sein. Ja? Könnt ihr euch erinnern? Das ist, lass es dir schmecken, Tiramisu, ja genau. Wie gut das aussieht, das sieht richtig gut aus, guck mal. Seht ihr das? Das sieht so lecker aus. Mit Kakao obendrauf. So, genau. Und ich glaube, dass sie das gesagt haben. Es gibt kein kostenloses Update mehr, weil sie wussten ja, dass das DLC wurde da ja auch announced, das kam. Und deswegen rechne ich entweder mit einem kostenpflichtigen Update, wo sie ganz viele Funktionen hinzufügen, aber eben auch nicht wirklich. Also das ist eher so... Könnte sein, aber nee. Glaube ich auch nicht wirklich. Ich glaube, dass sie eben seit letztem Jahr schon an einem neuen Animal Crossing arbeiten. Das dauert in der Entwicklung circa, das ist jetzt so wirklich nur eine Vermutung von mir, dauert in der Entwicklung circa 2 bis 3 Jahre. Deswegen rechne ich in 2 bis 3 Jahren auf jeden Fall mit einem neuen Animal Crossing. Ein komplett neues Spiel, wie es damals auch New Leaf gab. Und das haut auch hin mit der ganzen Zeitspanne, an wann sind immer neue Teile rausgekommen. Das passt auch ungefähr, dass nach 5 Jahren circa ein neues Spiel rauskommt. Deswegen glaube ich, dass sie ein neues Animal Crossing rausbringen. Und bei dem Animal Crossing ist einiges schon an der Grafik gemacht worden. Das seht ihr auch, New Leaf war halt ganz was anderes. Ganz nostalgisch und das ist halt super modern. Und man weiß natürlich nicht, wie es in 3 Jahren aussieht, aber die Grafik wird nicht mehr so viel besser. Da ist halt nicht mehr so viel rauszuholen. New Horizons wird immer ein tolles Spiel bleiben und immer ein schönes Spiel bleiben. Und ich glaube, dass sie einfach so viele Funktionen nicht gebracht haben, weil das alles in einem neuen Animal Crossing Teil dann kommen wird. Und ich glaube auch, dass sie im neuen Animal Crossing Teil mehr in Richtung Stadt gehen werden. Also hier haben wir die einsame Insel, alles natürlich, alles schön, alles ist am Boden geblieben. Die Schneidereien, super süßes Häuschen, der Laden, schönes Häuschen. Wir haben Harveys Insel mit diesem Wohnwagen und ich glaube, wenn die ein neues Animal Crossing rausbekommen, dann wird das städtischer werden. Von Grund auf, das glaube eben ich, dass wir da mehr Stadtleben haben und mehr Gebäude, mehr Wert auf Gebäude gelegt wird, wo man dann ausbauen kann und das und das. Und das denke ich halt. Deswegen glaube ich nicht, dass es noch einen Ladenausbau geben wird. Ich weiß, da gab es solche Bugs und so. Mit dem, wo da jemand hochgeglitscht ist in den 2. Stock. Kann ja noch kommen, dass Grazie zum Beispiel da oben ihre Sachen verkauft. Aber glaube ich nicht, weil in der Entwicklung, da probiert man Sachen aus und da kann schon mal passieren, dass jemand mal das probiert hat mit den Erweitern. Das haben sie sich mal angeguckt, wie das wäre. Aber das muss nicht unbedingt umgesetzt werden. Steht auch nicht in irgendwelchen Code. Also die Data Miner oder wie die da heißen, die haben das da auch nicht wirklich was rausgefunden. Soweit ich weiß. Und ja, ich hoffe, euch hat die Erklärung hier ein bisschen was gebracht. Wahrscheinlich nicht, aber Cersei hat Animal Crossing studiert, aber sowas von. Ich bin einfach mal kurz hier nach Japan geflogen und habe dort in der Agentur gearbeitet. Plausible Vermutungen halte ich auch für möglich. Genau, also es sind nur Vermutungen von mir, was ich mir denke, wenn ich mich in deren Lager hineinversetze. Aber ich glaube nicht, dass hier irgendwas kostenlos noch gut was Cooles, Kostenloses dazukommt. Das bezweifle ich. Das kommt nicht. Nee, das glaube ich nicht. Deswegen entweder ein großes Pack mit neuen Sachen, die was kosten, was ich aber auch nicht glaube eigentlich, aber ich könnte es mir noch vorstellen, weil sie haben halt so viele Items da im November hinzugefügt und deswegen, ich glaube, da ist der Deckel zu, Leute. Und ich glaube, die konzentrieren sich einfach auf ein neues Animal Crossing, das dann etwas städtischer wird, von Grund auf. Dass es nicht diese einsame Insel ist, sondern vielleicht eine Stadt, die man aufbauen muss oder so. Vielleicht das wäre auch cool. Einfach eine Stadt aufbauen in Animal Crossing wäre doch cool. Und dann gibt es vielleicht auch bessere Funktionen mit den Terraformen. Das würde ich mir wünschen. Oder es wird ein Remake, könnte auch sein. Ja, das könnte auch sein.
Aber glaube ich auch nicht. Ich glaube, da kommt einfach ein neuer Teil. Wenn es in Richtung Stadt, bin ich raus. Aber mal schauen, was die Zeit so bringt. Man kann aber auch eine schöne Stadt mit vielen Pflanzen und Bäumen machen, was so mein Ding wäre. Das geht ja auch. Also würde ich auch mega feiern, wenn die eine Stadt rausbringen. Hätte mal eine Frage an alle. Seid ihr eher Team Katzen oder Hunde? Ich bin beides. Ich bin ehrlich, ich finde die Einkaufsmeile auf Let's Go to the City mega. Ich würde da gerne mit einem Bus hinfahren. Was schön wäre, dass wir von Anfang an eine ausgebaute Stadt haben und uns als hohes Tier hocharbeiten können, um mehr zu verändern. Mir würde das Konzept so von Sims bisschen gefallen oder so, wie du gerade gesagt hast. Genau. Genau. Hunde, vielleicht wird es in VR sein. Ja, kann auch sein. Ja. Die Einkaufsmeile war toll. Ich habe die mir auch mal in einem Stream von Terrafine angeguckt. Also die fand ich auch super, weil ich habe Let's Go to the City nicht gespielt, Leute. Das glauben immer die meisten. Aber habe ich tatsächlich nicht gespielt. Ich habe es ausgelassen. Eieiei. Ist da jemand zu Hause? Nein, da ist niemand zu Hause. Kann ich die Bienen abschütteln? Ja! Wäre für die Switch, ja. Wie lange streamst du? Bis 10 wird es wahrscheinlich gehen. Weil ich möchte den Fluss noch fertig machen. Und ich muss hier mein Tiramisu essen. Ah, lecker. Was ich halt von Animal Crossing Seite, also von Nintendo, von den Entwicklern cool finde, dass sie sich ein bisschen angepasst haben an die Community. Die haben wieder nicht damit gerechnet, dass die Community, die ganze Animal Crossing Community, so kreativ wird und so viel baut und so viel gestaltet. Deswegen haben die einfach, denke ich mal, am 5. November hier über 1000 Items waren das ja, hier dazu gebracht. Einfach, damit wir noch mehr gestalten können, noch kreativer werden können. Aber ich glaube, das ist jetzt aus. Ich will hier niemanden Hoffnung machen, weil ich es ja selber nicht glaube, dass da noch was kommt. Aber dafür bekommen wir dann, also wenn wir gar nichts mehr bekommen, bekommen wir 100%, also 100% kann ich auch nicht sagen, aber zu 95% bekommen wir dann einen richtig coolen neuen Teil in 2 bis 3 Jahren. Und Leute, diese 2 bis 3 Jahre werden so schnell vergehen. Wir sehen sie auch bei Harry Potter, bei dem neuen Game. Das kommt ja auch so schnell. Da haben wir auch nur ein paar Monate jetzt hin, die wir noch warten müssen. Und dann können wir das spielen. Also es geht schnell rum, die Zeit. Wir werden alle alt. Hab alle Animal Crossing-Spiele gespielt, vom GameCube angefangen. Cool. Oh, Tiramisu hätte ich jetzt auch gern. Ja, das ist mir einfach gerade gebracht worden. Ich wusste gar nicht, dass wir sowas im Haus haben. Hallo Cersei, ich habe neulich dein Löschvideo und selber auch gelöscht. Oh, Lili, einen tollen Neustart wünsche ich dir. Ich hoffe, das funktioniert alles, so wie du dir das vorstellst. Bräuchte noch ein paar Designplätze. Ah, ja. Da sind tatsächlich wieder zu wenig. Das finde ich auch. Weil ich habe auch schon einige Designs jetzt wieder hier. Die habe ich zwar alle für ein Video gebraucht, das noch kommen wird. Achso, doch, ich habe noch einige frei. Aber die werden ja jetzt alle gefüllt. Wir werden auch für Corrosion bald die ganzen Designs suchen. Und da denke ich mal, wird es auch knapp werden. Hallo Mini. Und Dinolette, danke für dein Follow und herzlich willkommen. Ich kenne alle außer den. Was ist GC? Was ist ein GC? Ich habe halt Wild World gespielt. Und dann New Horizons. Und das Mobile Game. Pocket Camp habe ich auch gespielt. Also außer den GameCube. Okay. Ich habe auch mit Wild World angefangen. Damals mit 8 Jahren. Kleine Cersei.
hat nächtelang Animal Crossing durchgesuchtet. Das war halt tatsächlich so. Bin froh, dass das meine Mama nicht weiß. Und du mit 8 Jahren Nächte durchspielst, weil du so süchtig bist nach Animal Crossing. Das ist auch nicht fein. Aber habe ich immer nur am Wochenende gemacht. Da war ich schon brav. Also während der Schulzeit eh nicht. Ja. Hätte so gern so vieles der alten Teile wieder verpackt mit den neuen Elementen. Dann wäre es perfekt. Jo. Mir fehlen halt auch ein paar NPCs und ich glaube, die kommen dann allesamt wieder in einem neuen Teil. Das ist ja auch so ein Ding. Ja, wir haben hier nicht so viel Platz für so viele NPCs. Das klappt halt einfach nicht. Das hat nicht Platz und ich denke, bei so einem städtischeren Teil hätte jeder wieder Platz. Görke, danke für dein Prime-Sub. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du mir das schenkst für dieses Monat. Dankeschön. So, Yoshino denkt sich auch die ganze Zeit, wieso kommt die ganze Zeit rein? Hab es noch bekommt mein Sohn, wenn er alt genug ist, um mit sowas umzugehen. Cool. Ich bin süchtig von Animal Crossing, ja. Man kann auch nach sowas süchtig sein. It's Annie, danke für dein Follow. Wer kennt alles den Bewohner Flo? Den habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen. Aber ich wüsste jetzt nicht mehr, was es ist und wer es ist. Dabei fällt mir ein, ich habe heute Resetti bei Kofi getroffen. Echt? Cool! Cool, cool, cool. Oh. Wer wohnt da nochmal? Da ist gerade ein Baum dagegen geklatscht. Sorry, ist das Silkes Haus? Ja, das ist Silkes Haus. Sorry, Silko. Ich muss leider gehen. Bye, bye. Viel Spaß noch. Ben, dir auch noch viel Spaß und einen schönen Abend. Und schlaf gut. Und hab morgen schönen Feiertag. Wie bekommt man Kofi? Das ist auch so eine Frage. Einfach Rufzeichen. Achso, nee. Kann nur Leonie machen. Ist Leonie da? Danke, Leonie. Da ist es genau erklärt. Resetti, einfach mein Lieblingscharakter. Ich habe ihn gehasst. Ich finde ihn ja cool und ich habe auch nie Angst gehabt vor ihm damals. Das war auf jeden Fall nicht der Fall. Ich denke, jeder, der vor ihm Angst hätte, ist zu jung zu spielen. Ich war 8 Jahre und er war einfach nur nervig. Aber ich habe keine Angst vor ihm gehabt. Es war einfach nur so, dass mein Nintendo sich oft aufgehangen hat und dann konnte ich gar nichts dafür, dass ich nicht gespeichert habe. Dann kam er wieder. Eieiei. Ob ich da bin, fragt sie. Also Cersei, heute ist ein wichtiger Tag. Natürlich bin ich hier. Ja, aber Leonie, dir geht's ja nicht so gut. Und ich würde es so verstehen, wenn du das heute sein lässt. Echt. Du weißt, wie ich da bin. Da ist es mir lieber, du schläfst oder ruhst dich aus, wenn es dir nicht gut geht. Ich möchte, auch wenn heute ein Jahresjubiläum von Leonie ist. Ich möchte Resetti, habe manchmal extra ohne Speichern abgeschaltet. Da kam er wieder. Aber ab und zu war er nicht da. Ab und zu nicht. Ich wünsche mir so sehr, dass man im Café arbeiten kann. Das kann ich mir halt da auch besser vorstellen. So einen städtischen Animal Crossing. Weil auch wenn hier alles so natürlich ist, und Tiere gibt es ja auch in der Stadt. Das ist nicht so abwegig, dass wir da mal so einen Teil bekommen. Und ich fände es eine Riesensensation und ich fände es richtig cool. Ich bin jetzt langsam echt fertig. Ich mache mich mal auf den Weg. Einen wunderschönen Stream mache ich noch. Lili, den wünsche ich dir. Also ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Und mach's gut und pass auf dich auf. Ja, Leonie ist schon länger dabei, aber sie ist ein Jahr heute Mod und das ist cool. Leonie, ein Jahr heute Moderator bei mir. Ist richtig, richtig cool. Und hat wirklich fast keinen Stream verpasst. Ihr merkt es auch jetzt, ihr geht's nicht ganz so gut und sie ist trotzdem hier. Und ist das absolut nicht selbstverständlich, dass die Leonie immer so brav hier ist bei mir. Leonie ist schon wie so eine kleine Schwester für mich.
Ich hatte Angst vor ihm, weil er mich immer angeschrien hat. Ich hasse es, wenn ich in Spielen oder in echt angeschrien werde. Ja, das verstehe ich auch, ja. Ja, das war wirklich ein bisschen krass. Aber die Spiele früher waren auch anders. Ich war damals auch anders. Ich glaube, ich war nicht so ein typisches 8-jähriges Kind. Muss ich ehrlich zugeben, weil ich habe mit 8 Jahren auch schon Halo gespielt. Also, ich war halt anders. Es ist halt so. Und vielleicht haben es einige von euch auch gesehen. Ich habe ja auf der Watch Party in Madrid mit 2 Spartans, also mit diesen Halo-Charakteren, habe ich ein Foto gemacht und das war richtig cool. Die haben so cool ausgesehen. Oh mein Gott, und dieses Schwert. Ich war hin und weg. Ich hätte es ihm am liebsten aus der Hand gerissen und wäre abgehauen. Aber ich glaube, das hätte ich wahrscheinlich bei der Kontrolle am Flughafen nicht durchgebracht. Das wäre aufgeflogen. Hast du Leonie schon mal live gesehen? Nein. Also, ich weiß, wie Leonie aussieht. Videochat ja, aber ich habe sie noch nie live gesehen. Nee. Ich habe sie noch nie umarmen können. Es ist sehr, sehr traurig, meiner Meinung nach. Ah, Terrorbrezel. Ich trinke gerade einen Monster Zero Sugar und es schmeckt der Süßstoff. Plöre sogar nur. Das kannst du ja nicht sein. Worüber reg ich mich denn jetzt noch auf? Was ist denn los? Weil das keinen Zucker hat. Schmeckt es nicht gut. Wenn die Flughafenkontrolle nicht wäre, dann wird hier was anderes abgehen, hier auf der ganzen Welt. Das wäre nicht gut. Was ist denn los, Terrorbrezel? Was ist denn mit deinem Monster? Wieso hast du dir denn das gekauft? Happy One Year White für Leon. Süß. Ah, seid ihr süß. Feiert Leonie. Die gehört gefeiert. Wenn es jemand verdient hat, dann Leonie. So. Oh, da war ein Geschenk. Ich hab's gesehen. Ihr Süßis. Ja, eben doch kein Zucker und es schmeckt. Mein Weltbild bricht zusammen. Ach so, doch, es schmeckt. Ich habe es falsch verstanden. Wollte es probieren. Es schmeckt. Oh nein, oh nein. Derweil ist kein Zucker drin. Obwohl Süßstoff auch nicht wirklich gesünder ist. Also mach dir nichts draus, Terrorbrezel. Kannst ruhig das Zucker auch trinken. Solange es nicht zu oft ist. Alles gut, kein Problem. Oh, hoppala. Liebe deine Lives. Miri, danke. Das ist sehr, sehr lieb. Ach, Silke, darf ich da was abhaben? Wäre das was? Eieiei, die Silke. So, den Fluss machen wir heute noch fertig, oder, Leute? Ja, haben noch eine halbe Stunde. Das klappt. Hoffentlich. Also ich finde ja auch diesen Party-Emote richtig cool, Leute. Ich verstehe euch. Bist du auf TikTok? Nein, ich habe kein TikTok. Ich habe mein TikTok gelöscht. Ich wüsste auch nicht, was ich da online stellen soll, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht nur so witzige Ausschnitte aus dem Stream, aber das macht halt auch jeder. Das möchte ich halt auch nicht. Keine Ahnung. Wie war dein Tag heute? Sehr, sehr stressig mit der Uni. Und Laura, danke, dass du mich fragst. Vielen Dank. So viele Bäume, ja. Das war wegen dem Steinkreis. Moonlight, da habe ich die alle gepflanzt. Ja, der Steinkreis ist schon fertig. Der ist schon lange fertig. Der haben wir direkt am Anfang des Streams gemacht. Und ich glaube, da haben wir vielleicht 15 Minuten gebraucht. Vielleicht 20. Aber länger nicht. Genau, und jetzt reißen wir halt alles wieder ab und bauen gerade auch einen Fluss. Aber ich muss jetzt die hier wegmachen, weil hier muss der Fluss hin. Deswegen brauche ich den Platz. Genau. Die YouTube-Zuschauer können das gar nicht sehen, wie es hier im Chat abgeht mit den Party-Emotes, leider. Da müsst ihr auch mal live dabei sein. Hilft nichts. Was sind deine Pläne für die Woche, also wahrscheinlich fürs Wochenende?
Also, ganz viel lernen, weil wie gesagt, ich habe 2 Prüfungen in den kommenden Wochen, die sehr, sehr hart werden. Und dann morgen fahre ich zu meiner Family. Und da sehe ich auch meine Oma wieder. Und ja, ganz viel lernen und für euch da sein und streamen. Das auf jeden Fall. Und natürlich dann die Urlaubsvorbereitungen, weil jetzt geht es halt echt ganze Zeit voll dahin bis zum 12. Juli. Da geht's dann weg. Für fast einen Monat, Leute. Oh mein Gott. Und ich werde Real-Life-Streams in Amerika machen für euch. Also mindestens einen habe ich geplant im Urlaub. Dass ich da einfach auf Twitch mal kurz mit dem Handy live gehe für euch. Und dann können wir hier, kann ich euch ein bisschen was zeigen, wenn das alles klappt mit dem Internet. Und damit ich da einfach kurz mal live da bin für euch. Weil mir geht das Ganze ja auch ab. Ich streame hier mehrmals die Woche und dann einfach 3 Wochen, 4 Wochen nicht streamen, ist halt echt, das ist halt auch für mich eine krasse Umstellung. So, jetzt hat Leonie hier was Langes reingeschrieben. Muss ich mal kurz lesen. Aber ich muss auch mal Danke an euch sagen. Ihr seid eine so liebe Community und mir macht es so viel Spaß, immer wieder hier zu sein und euch auch dich sehr, sehr zu unterstützen. Mir macht es Spaß, weil hier das Klima so schön ist. Ihr seid eine wirklich angenehme Community und ich verbringe sehr gerne meine Zeit mit euch. Ich danke euch für eine wundervolle Reise und eine geile Zeit. Auf weitere viele Jahre, die wir hier zusammen verbringen können. Ihr seid toll. Ganz viel Dodo, Liebe. Leonie, süß. Oh, fühl dich ganz fest umarmt von mir. Liebe Leonie. An die Zuschauer, guckt in die Infobox, dann könnt ihr live dabei sein. Genau, viel Dodo Lob. Via YouTube bin ich jetzt im Fernsehen, muss ich mal eine Hose anziehen. Es wäre schon praktisch, wenn du dir eine Hose überziehst, Terra Breze. Aber nee. Die Einzige, die hier eine Hose anhaben muss, bin ich. Obwohl, man sieht meine Hose gar nicht. Alles gut. Du darfst die Hose auslassen. Kein Stress. Ich habe halt einfach einen Sonnenbrand auf meiner Nase bekommen. Oh nein. Ah, ich trage eine Brille. Oh nein, schmerzhaft. Ich konnte früher auch nie den Chat sehen. Bei YouTube dann, also ja, wenn du keinen Account hast, dann kannst du den Chat nicht sehen. Danke, dass ihr euch immer an die Regeln haltet und immer so toll mitarbeitet. Ja. Viel Glück im Voraus wegen deinen Prüfungen. Ja, die sind alle sehr, sehr wichtig, da muss ich mich echt dran halten. Seit dem Metroid auf der Switch, Metroid auf der Switch gespielt habe, beschloss ich nie wieder ein Spiel von Metroid zu spielen, nur wegen dieser Roboter. Man kriegt richtig Angst, weil sie so plötzlich kommen. Keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Magst du Nektarinen? Ja. Sind die Nektarinen mit der glatten Haut? Weil die haarigen mag ich nicht. Wie sich das anhört. Du könntest doch auch Treasure Island nutzen. Ich möchte keine Treasure Islands nutzen. Ich möchte keine gehackten Inseln unterstützen. Bei der Community ist das wirklich eine Leichtigkeit. Die Atmosphäre ist einfach bezaubernd. Jo! Same, du hast es mega verdient. Wir haben hier einen Megamod. Ja. Ich kenne dich von YouTube bis zum Patch. Dankeschön. Mini, vielen Dank. Was, Terrorbrise? Bin zum zweiten Mal hier. Vielleicht ist der Chat ja anfangs immer nett und dann beim nächsten Mal zack, Brese bekommt das mal oder so. Ja, die Haarigen sind pfirsich. Okay, die mag ich nicht. Also nicht so. Sie sind auch okay, aber ich mag lieber die mit der glatten Haut. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Cersei hat von mir auch schon einen kleinen aber süßen Text. Ein kleiner Text. Sagte sie. Das sagte sie gerade wirklich. Der war schon ordentlich lang. Aber das ist bei Leonie nicht ungewöhnlich. Leonie schreibt gerne lange Texte. Wir kennen die Leonie. Und das ist auch voll okay. Hab ich direkt nach ihr Aufstehen gelesen. Muss gleich ins Bett. Na, Kekse, dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Die Haarigen sind Popofrüchte. Genau, das sind die Popos. So, haben wir es jetzt bald. Sonst schaffen wir den Fluss nicht mehr. Oh mein Gott. Das wird jetzt echt stressig.
Samoskito, geh bitte weg. Ich will dich nicht hier haben. Ich muss das kurz fangen, das Vieh. Ah, es sticht mich. Es sticht mich. Hoppala. Ich hatte anfangs 5000 Wörter, ich habe das aber runtergekürzt, weil naja, würde halt 25 Minuten dauern, den zu lesen. Oh Mann, Leonie. Das wäre auch okay gewesen. Ich hätte mir alles durchgelesen, auf jeden Fall. Müsste zwar noch für einen Test morgen lernen, aber null Bock. In der letzten Schulwoche des Jahres nochmal zu lernen, bin halt schon im Ferienmodus. Ihr habt jetzt schon die letzte Woche? Obwohl, ja, es ist ja schon der 15. Oh mein Gott. Stress. Ich bekomme einfach Stress, wenn ich auf das Datum sehe. Lieber einfach auch die Interaktion zwischen euch beiden, Leonie und Piedodo. Man sieht einfach, dass ihr euch beide gegenseitig total wertschätzt und wie Schwestern seid. Oh, das ist ja süß. Oh, das ist ja richtig süß. Das hat noch nie jemand gesagt. Oh, das ist echt süß. Also wenn du das nicht schaffst, kannst du ja noch weiter streamen. Ja, morgen ist ja auch Feiertag, aber ich muss auch früh auf. Also früh. Ich muss um 8 Uhr aufstehen. Aber für Feiertag Wecker stellen ist halt doof. Aber ja, alles gut. Ich möchte nachher auch noch ein bisschen was lernen. Also vom Schlafen gehen, ein bisschen was durchlesen. Ihr kennt das ja. Ihr habt alle schon mal lernen müssen. 5000 Wörter nach einem Jahr. Was machst du dann beim 5-jährigen Kurzfilm drehen? Auf jeden Fall. Leonie dreht mir einen Film. Ja, ja. Hallo, Rafa. Wie schon zurück aus Spanien? Ja, ja. Das war ja nur ein kurzer Ausflug. Ich gehe morgen ins Schwimmbad. Oh, wünsche ich wieder viel Spaß, du Endertoins. Und schön schwimmen. Nicht untergehen. Immer weiter schwimmen. Da schreibe ich ein Buch. So eine klassische Leonie-Antwort. Das war jetzt typisch, dass Leonie sowas schreibt. Terrorbrezel. Das war jetzt einfach klar. Also mir war das klar. Alle Mods sind cool. Ja, alle Mods sind cool. Sowieso. Alle Mods. Leonie sticht halt nur heraus, weil die ist immer da. Die hat einfach immer Zeit. Die Leonie. Welches Thema steht denn an zum Lernen? Erzähl doch mal. Oh, das wollt ihr gar nicht wissen. Das ist so langweilig. Also, mein Fach, das ich lernen muss, heißt Materials Characterization. Materials Characterization. Also, es ist eine Materialprüfung. Und Leute, das ist einfach das Langweiligste, was es gibt. Aber es ist einfach so anstrengend zum Lernen. Ich erzähle es euch nicht, weil ihr schläft ein. Ich mache hier keine Late-Night-Show zum Einschlafen. Da ist echt das Animal Crossing Terraformen viel spannender. Neue Insel habe ich gar nicht mitbekriegt. Ja, Nala, neue Insel. Hast du Pinterest, Pedro? Ja, ich habe Pinterest. Hab da aber noch nicht so viel gepostet, aber da werde ich euch auch mal den Namen irgendwo reinschreiben. Achso, meine Leonie... meine Leonie habe ich gelesen, ja. Nee, das ist zu weit hochgerutscht, Leonie Rambo. Du bist wie meine Babykatzen süß und nett. Oh, süß! Oh, süß. Sind deine Babykatzen auch nett? Kratzen sie dich nicht? Mich haben die Babykatzen immer gekratzt. Also, weil die können da halt noch nicht so aufpassen. Deswegen so unabsichtlich gekratzt. Materialprüfung kann sehr spannend sein. Mein Mann ist Ingenieur, der hat das schon Hammer-Stories erlebt. Im Studium oder wie? Oder in der Anwendung?
Weil wir lernen halt über Materialien, also über wie man... Leute, ihr wollt es halt einfach auch nicht wissen, gell? Also wie man zum Beispiel die Größe von Partikeln rausfindet. Die Methoden, wie man die Größe von Partikeln rausfindet. Das ist halt solche Sachen. Oder es ist halt nicht so interessant. Ihr merkt es schon, oder? In der Anwendung. Okay, dann kann es auch was mit Radioaktivität zu tun haben und so. Also ja. In der Anwendung ist sicher spannender. Klingt doch super. Ja, es muss halt sein. Es muss halt sein. Und ich habe die Prüfung auch echt lange rausgeschoben, muss ich ehrlich sagen. Die hätte ich aber schon weit früher machen können, aber... Ja, ihr kennt das ja. Wenn man auf was nicht wirklich Bock hat, dann ist es auch schwierig. Eieiei. So, das gefällt mir jetzt hier noch nicht ganz. Na doch, 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 doch. Das passt schon. Wieso gibt es immer noch keine Kleeblätter in diesem Animal Crossing Teil? Mensch, Kleeblätter? Es ist nicht ganz die letzte Woche. Nächste Woche ist Klassenfahrt und die Woche drauf sind dann noch Projekttage und so. Also auch nichts mehr wirklich Interessantes oder also nichts mehr, wo es um was geht. Doch einfach in den letzten Wochen niemand was mag, sie Frau. Was? Echt? Zieht einfach den normalen Unterricht. Was ist denn mit der? Es sind Sommerferien. Manche Lehrer müssen da einfach... Manche Lehrer können halt einfach nicht anders. Das heißt, wir brauchen ein Emoji, wo man jemanden umarmt. Okay. Ey, ich heule ohne Witz. Das ist so krass süß von euch. Oh süß, Leonie heult. Ihr habt die Leonie zum Heulen gebracht. Ihr seid schuld, nicht ich. Also, nun, ob es langweilig ist, wissen wir erst, wenn du uns was vorliest. Oh mein Gott, ich hab das gar nicht hier. Nee, ich hab das gar nicht hier. Das ist drüben, neben meinem Bett, wo ich lerne. Aber ich würde es halt auch auf Englisch vorlesen und alleine das ist, glaube ich, nicht interessant. Oder ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr das interessant findet. Nein, 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 nein. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Kleeblätter aus New Leaf. Oh, es hat Kleeblätter gegeben. Mann, das habe ich verpasst. So können wir uns wenigstens digital umarmen. Ja, muss ich machen. Werde ich hinkriegen. Es sind Freudentränen. Ja, hoffentlich. Bist du noch in Spanien? Nee, nee. Bin ich in Spanien? Ich sitze schon hier. Oder ist es wegen dem Greenscreen? Bist du verwirrt? Bist du wegen dem Greenscreen verwirrt? So, ich mache hier so ein bisschen ein Plateau in den Teich rein. Das finde ich ganz cool. Dann können wir hier was hinstellen. So. Ich glaube, das ist ganz gut. Schulter. Und dann hier noch. Und hier noch. Und da. Die Nachricht war an Sassy. Ich überlese gerade ganz viel, oder? Ich habe nichts mitbekommen. Keine Nachricht. Was meinst du? Ein Angerplatz im Teich zum Beispiel. Genau. Irgendwie sowas. Franny's Gingerbell. Herzlich willkommen im Dodo Club. Danke für dein Follow. Party für Leonie. Leonie wird heute richtig gefeiert hier. Süß. So, abrunden, abrunden. Jetzt wird alles abgerundet. Das war komisch. So, gut.
Machen wir hier noch ein bisschen breiter. Chillig, meine Mund hat... Meine Hund. Mein Hund hat mich gerade gebissen und meine Mutter hat ihn gerade... Oh! Uiuiui. Oh nein. Oh nein, oh nein. Jetzt kommt eine lange Story über unsere Biologielehrerin Frau X. Eines Tages sollten wir mit Hilfe dem Gasbrenners ein Experiment ausführen. Gesagt, getan. Wir holen Schutzbrillen, Materialien und wollen mit dem Experiment starten. Wir machen das Streichholz an und wollen die Gaszufuhr anmachen und mit dem Experiment starten. Long story short, nach dem fünften Streichholz fangen wir langsam an unseren Gasbrennerkünsten zu zweifeln. Aber auch bei den anderen Gruppen ist kein Gas verfügbar. So, das war Teil 1 der Story von Finn Lewey. Wir warten auf die zweite. Was wird wohl passieren? Danke, Leonie, den wollte ich immer hinzufügen. Was ist mit meinem PC los? Hör auf. Was ist wohl mit dem Gasbrenner? Danke. Was ist wohl mit dem Gasbrenner? Hört ihr diesen Ton von meinem PC? Ich hoffe nicht. Ich will von meinem Licht jetzt kein Update machen. Ich brauche mein Licht. Ich streame gerade. Danke. Mann, oh Mann. Das Ding ist halt, man beißt doch nicht die Hand, die einem Essen, Trinken und einen Schlafplatz bietet. Ja, das stimmt. Aber vielleicht hat er Angst gehabt oder so. Vielleicht war er gerade verwirrt. Oder hat sich verguckt. Er hat geglaubt, es ist ein Knochen. Ich weiß es natürlich nicht, aber... So, Kadigi, danke für dein Follow. Und Amelie, Susanne, danke für dein Follow. Weiß jemand, wie ich den Bankautomaten bekomme? Uff, das weiß ich auch nicht. Ich glaube, da muss man auch alles abbezahlt haben, oder? So, wie sieht denn die Karte aus? Ach so. Dann kommt hier eine Brücke hin. Ja. Ich das kann bei Nook Miner lösen. Ah, echt? Kann man das bei Nook Miner einlösen, aber nicht von Anfang an, oder? Den ganzen Kredit muss man abbezahlen. So, zweiter Teil von Finn Lewis Geschichte. Frau X hat einfach vergessen, uns das Gas anzumachen. Dementsprechend hatten wir kein Gas verfügbar. Nun beschuldigt uns Frau X, dass wir ihren Unterricht sabotieren wollen, indem wir das Gas vorne am... indem wir das Gas vorne am Lehrertisch abgedreht haben. Notes. Keine Ahnung, wo man das Gas anmacht. Geschweige denn anmacht, ausmacht. Wir haben jetzt alle eine Verwarnung bekommen wegen Eingriff in Lehrersachen und Sabotage des Unterrichts. Frau X, wir hassen Sie. Oh Mann. Oh je. Die wollte es einfach auch nicht zugeben, dass sie einen Fehler gemacht hat. Eieiei. Die wollte es halt einfach nicht wahrhaben. Ich war gestern und heute krank, aber zum Glück geht es mir heute besser. Oh Mary, ich wünsche dir trotzdem alles Gute und dass du ganz bald ganz gesund bist. Ruhe dich auf jeden Fall ganz viel aus. 1900 Sterne ist für einen Gartenzwerg. Ja. Ist das ein Transformer? Warum so teuer? Ich weiß nicht. Ich esse gerade mit Mini-Mozzarella. Salat mit Mini-Mozzarella. Lecker. Ach, immer dieses Wasser. Hallo, Jen. Jetzt kann man meinen Hund auf kalten Boden werfen. Ist mir so egal. Oh nein. Was hast du denn geschrieben?
Er hat seinen Schlafplatz zerstört und wir haben ihn es weggenommen, weil irgendwer erstickt er mal dran und dann hat er aber so gebissen. Oh nein, der Arme. Eieiei. Dr. Dodo fragt gerade Sachen. Was habe ich verpasst? Nicht recht viel. Ich weiß nicht, wie lange du jetzt nicht da warst. Dann kann ich es dir vielleicht sagen. Ich komme von Arbeit und Geburtstagsessen. Oh, dann Happy Birthday an denjenigen, der Geburtstag hat. Oder an dich, falls du das warst mit dem Geburtstag. Oh, ihr schreibt gerade extrem ein Mops. Ah, ein Mops war's. Ich habe mir eine Herausforderung gestellt. Ich möchte alle Spiele, die ich besitze, durchspielen. Manche normale, manche zu 100%. Kommt ganz darauf an, wie sehr ich das Spiel mag. Splatoon mache ich zum Beispiel zu 100%. Und das ist echt schwer. Splatoon habe ich selbst auch noch nie gespielt. Hab vor, ohne Geldgeschenke zu spielen, ist ja mein erstes Animal Crossing. Wenn ich jetzt zu viel Kohle hätte, habe ich Angst, dass der Reiz weg ist. Das finde ich richtig. Das ist die richtige Einstellung, liebe Terrorbreze. Ja, ich habe heute Geburtstag. Und Chen, alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute. Alles Gute. Melly Maus. Hi, Melly Maus. Diese Sonnenblumenbrille, Krone, welche? Ach so, die jetzt neu verfügbar ist. Ja, die ist cool. Im Nook-Portal jetzt erhältlich. Oder ist die jetzt erhältlich oder kommt die erst? Ich weiß es gar nicht. Alle machen Happy Birthday rein. Habe die Diskussion nicht ganz mitbekommen. Wenn du A10H spielst, kann ich dir gerne Anleitungen geben, falls du willst. Hab sehr viele übrig. Also ich glaube, Terrorbrezel möchte einfach ohne Hilfe spielen. Das war der Punkt. Ohne irgendwelchen Einfluss. So ganz alleine, oder? Bin 21 geworden. Ja, Happy Birthday. Das ist ja toll. Das hört sich cool an. Habt ihr schön gefeiert? Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Und jetzt natürlich noch einen schönen Abend. Und voll cool, dass du an deinem Geburtstag hier reinguckst bei mir. Ich fühle mich sehr geehrt. Party für Jen! Aber Animal Crossing habe ich am liebsten. Da habe ich über 1000 Spielstunden. Oh ja. Animal Crossing macht das mit allen. Oh, Animal Crossing Sarah. Herzlich willkommen im Dodo Club und Prost, Kieska Herben. Das habe ich vergessen. Prost. Waren gerade lecker essen beim Italiener. Wow, das hört sich toll an. Das hört sich ganz toll an. Hoppala. Ah, ihr seid süß. Alle machen Party. Das Platoon wird am schwierigsten, da es echt schwer ist, alle Levels mit allen Waffen zu bestehen. Ja, das glaube ich. Mit allen Waffen. Es hat zwar niemand danach gefragt, aber es geht weiter. Noch weiter. War das auch nicht alles von Miss X? Eines Tages sollten wir eine mikroskopische Zeichnung von einem Schließzellenpaar anfertigen. 24 ratlose Blicke, als sie das Wort Abzugspräparat erwähnt. Nachdem wir bei Frau X Mitleid gewinnen konnten, hatte sie noch
doch wirklich auf unser Niveau von ihrem Königssess heruntergelassen und uns erklärt, was man da jetzt machen muss. Wir das alle so mehr oder weniger verstanden machen uns an die Arbeit. Abzugspräparat habe ich auch noch nie gehört. Kekse, wieso kopierst du die Nachricht von Finn Leoi? Das macht man nicht. War ein Geburtstagsgeschenk und Überraschung von meinem Freund, wusste bis 17 Uhr nichts davon, dass wir essen gehen. Oh, cool. Schön, wenn man dann auch noch überrascht wird. Da kann ich noch rüber. Yay! Ich glaube, ich mache da auch so ein Ding rein. Werde mich für heute auch mal verabschieden. Wünsche euch noch einen schönen Abend und einen angenehmen Stream. It's so, gute Nacht, schlaf gut und pass auf dich auf. Schön, dass du da warst. Der Salat war so gut, hab mir direkt einen zweiten geholt. Ja, toll! Es ist so mühsam, alle Bäume wegzumachen. Oh ja. Ja, ja, so ist das. So. Wie sieht es jetzt aus? Nee, auch noch nicht so cool. Vielleicht hier auch noch einen reinmachen? Am Ende der Stunde musste das natürlich jeder abgeben. Nächste Stunde Auswertung der mikroskopischen Zeichnung. Sie brüllt uns eine halbe Stunde an, warum wir ihre Freizeit mit so einem Mist verschwenden. Sorry für die Großschreibung, die jetzt folgt. Frau X, dann werden Sie nicht Lehrer, wenn Sie keine Schülerarbeiten in Ihrer Freizeit kontrollieren wollen und erklären Sie uns dann Mistgewächst. Ja, was hat die denn? Das hört sich nicht so cool an von ihr. Eieiei. Ich glaube, die möchte euch ein bisschen ärgern. Ich glaube, die braucht das. Das kann ganz gut sein. Dass die das einfach braucht. Dass sie euch da so ein bisschen fertig macht. Das hört sich komisch an, aber manchmal sind Menschen einfach doof. So. Ich denke, Ottokar sitzt im Weg. Aber der Fluss ist so gut wie fertig. Melimas, wieso hast du denn auch so viele Bäume, so wie ich? Machst du auch gerade alles platt? So, Ottokar, du sitzt auch im Weg. Ich wollte da noch ein bisschen... Naja. Er ist eingeschlafen. Daisy Wood, danke für dein Follow. Cool, wie weit du gekommen bist. Scheint ja doch hilfreich zu sein, wenn man einen Plan hat. Ich verschwinde jetzt ins Bett. Gute Nacht, Elfelia. Noch erfolgreiches Lernen wünsche ich, damit du das Thema dann endlich los bist. Ja, wo du die Materialprüfung nicht so leiden kannst. Gute Nacht, alle zusammen. Danke, Elfie. Gute Nacht. Pass auf dich auf. Und ja, schlaf schön und hab morgen schönen Feiertag. Hey, nach 13 Stunden hat es endlich aufgehört, in dem Crossing zu regnen. Ja! Guckt, also... wir kommen unserer Endinsel immer näher. Sieht jetzt ganz anders aus wie auf dem Plan. Das war aber auch klar, dass der Fluss ein bisschen anders aussehen wird, weil ich ja diese Zwischenstücke ganz mag, dass da immer wieder so ein bisschen, also so ein bisschen, ja, Boden auch im Fluss ist. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine, oder? Oh, sieht schon ganz gut aus. Ich glaube, wir machen jetzt noch kurz oben einen kleinen Teich hin. Also so ein bisschen, damit der Fluss dann auch abgeschlossen ist oben.
Und da so die Ursprungsquelle sozusagen ist, wenn man das so sagen kann. Aber ich mache da ja das Rankenschloss, glaube ich, hin. Oder das Museum, das habe ich noch immer nicht entschieden. Deswegen möchte ich noch nicht zu viel hier machen. Weil ich das sonst eh wieder wegmachen muss. So. Jetzt kommen hier mal ein paar Wasserfälle hin. Ich mache es nur ein bisschen, damit es hier nicht abrupt so aufhört. So. Genau. Einfach, dass es nicht komplett, ja, komisch aussieht. So, ich glaube, das passt dann auch so. Und dann haben wir ja echt viel weitergebracht, finde ich. Falls ich Karin endlich mal loswerden sollte, wer würde sie gerne haben? Das kannst du auch in den Discord-Server fragen. Aber wenigstens haben wir seit der 5. Klasse bei ihr Anforderungsbereich 3 fürs Abitur trainiert. Like what? Das hat schon einen Grund, warum das erst ab der Oberstufe kommt. Wie soll bitte ein 9-jähriges Kind die Schwierigkeitsstufen von Aufgaben verstehen, die in der Oberstufe bei 16-, 17-Jährigen angefangen? So lasse ich Frau X-Stories jetzt sein. Reg mich wieder 3 Jahre drüber auf. Das ist aber auch echt verflixt. Also, da die hat irgendwas gegen euch oder generell, die mag ihren Job nicht. Das ist leider sehr, sehr traurig, dass sie euch da... Nee, also das muss echt nicht sein. Aber wenn es halt ganz schlimm geht, schlimm wird, dann einfach mit euren Eltern sprechen oder mit den anderen Lehrern sprechen oder mit eurem Klassenvorstand, falls es sowas bei euch gibt. Wenn ihr so einen Lehrer als Ansprechperson habt, das gibt es ja manchmal, dass da mal nachfragt. Wenn es ganz schlimm werden sollte, natürlich dann. Ja. Also an die YouTube-Zuschauer, ich wünsche euch eine gute Nacht oder einfach einen schönen Tag. Ich weiß ja nicht, zu welcher Uhrzeit ihr den Stream hier guckt. Auf jeden Fall danke fürs Zugucken und lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert mich unten kostenlos, das würde mich sehr unterstützen. Also macht das mal und danke sage ich dann dafür und ja, habt einen schönen Tag. Bye bye und ciao.